Ja, guten Tag miteinander, grüezi miteinander. Mit Sport und Wirtschaft, das ist ja heute nicht mehr zu trennen. Die Wirtschaft buttert viel Geld in Sport. Es gibt Sportler, die sehr viel verdienen, dank der Wirtschaft. Es gibt aber auch solche, die trotz der Wirtschaft dann halt immer noch so ein bisschen, sind vor allem Transportarten, immer am Geld suchen sind. Sportereignisse sind richtige gesellschaftliche Ereignisse geworden. Grosse Sponsoren laden ein VIP-Zelt, in Happenings. Also es ist ja nicht mehr nur noch einfach der Sport, sondern es ist ein grosses Wirtschaft. Ereignis auch. Es sind grosse Plattformen, ist der Sport für Firmen. Unser erster Gast ist seit dem Oktober 15 Verwaltungsratspräsident von der Helvetia. Die Helvetia-Versicherungen sind ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten in Sport investiert. Vorher war er, wie gesagt, 16 Jahre CEO von der Raiffeisen, wo schweizweit ebenfalls sehr viel sponsert. Seit 2012 sind sie in der Super League und unterstützen dort den Fußball. Wieso engagieren sich Unternehmen und setzen so grosse Summen ein für den Sport? Die Antworten hören wir jetzt von unserem ersten Gast. Herzlich willkommen, Pierin Vinzenz. Ja, grüezi miteinander. Es freut mich, dass ich ein paar Gedanken über Sport und Wirtschaft mit Ihnen teilen darf. Ja, klar, die Erfahrungen, die ich jetzt berichte, sind natürlich aus der Zeit vor Raiffeisen und jetzt von Helvetia. Die beiden Firmen haben auch eng zusammengearbeitet in diesen Fragestellungen. Und eigentlich die Ausgangslage dazumals war die Fragestellung, wie für jedes Unternehmen eigentlich, wie tue ich meinen Namen, meine Marke besser vermarkten. Oder? Ausgangslage Raiffeisen, nur dazumals praktisch in den Landregionen tätig war, ist natürlich die Frage, wie kann ich von einer regionalen Marke, von einer lokalen Marke, wie kann ich eine Schweizer Marke entwickeln. Und da hat man natürlich auch überlegt, wie man das machen kann. Und mit unserem Produkt ist es ein bisschen schwierig im Versicherungsbereich und im Bankenbereich. Oder? Also so wahnsinnig viel Emotionalität um eine Hypothek umzubauen, ist noch schwierig. Oder? Und ich glaube, ob Sie jetzt eine Hypothek von welcher Bank auch immer haben, das finden Sie nicht wahnsinnig. Und Ihr Wohngefühl tut sich wahrscheinlich auch nicht viel verstärken. Also sind wir auf die Suche gegangen und gefragt, wie können wir auch einen Teil von Emotionen kriegen? Das kann man in verschiedenen Bereichen machen. Wir reden heute vom Sport. Darum, mir ist einfach Sport näher gelegen, muss ich fairerweise sagen, als Kultur. Also ich gehe lieber an eine Skirennen und einen Fußballmatch, als dass ich an eine Oper gehe, beispielsweise. Das habe ich auch immer gesagt. Und da sehen Sie schon, es fährt natürlich auch mit der Affinität eben von denen, die dann halt gerade in dem Moment an Ort und Stelle sind, um zu entscheiden. Und so haben wir dann, uns in den Sport reingenommen und haben die Emotionalität wollen schaffen. Oder? Und dann fragt man natürlich, wie kann ich Emotionen schaffen? Im Sport gibt es Emotionen. Emotionen, Gewinn, Niederlagen, Sieger, Verlierer, das gehört dazu. Oder? Und das ist ein ganz anderes Leben, als ein Helvetia oder Raiffeisen kann bieten ihren Kunden. Und das ist eine der Ausgangslage, warum wir in Sponsoring rein sind. Zuerst sicher einmal die zwei wichtigste Sportarten eigentlich in der Schweiz, die man hätte können besetzen können, sind dann auch Zufälle. Oder? Man kann nicht einfach rausgehen und sagen, jetzt soll ich Sponsoren, sondern es muss auch noch stimmen. Es müssen Sponsoren gesucht sein überhaupt und Plätze freigegeben werden. Und so haben wir natürlich dann können zuerst mit Ski anfangen, das bespielen. Und nachher ist dann ein bisschen die Diskussion, ja, wenn sie natürlich nur im Winter Sponsoring haben und nur präsent sind, oder was machen sie im Sommer? Es ist schwierig, die Leute mit Helm und Skianzügen im Sommer rumzulaufen zu lassen. Oder? Und dann ist dann die Idee gekommen, was können sie im Sommer sein? Und dann ist man durch den Fußball gekommen. Da hat es gerade das Zeitfenster gegeben, wo man hätte rein können. Zuerst Raiffeisen rein, die Helvetia ist nachher ja auch rein in den Fußball im Schweizer Cup. Und so hat man eigentlich diese zwei Sachen gut können belegen. Und ist somit das ganze Jahr präsent in der Schweiz und hat natürlich seine Marke so können entwickeln. Es gibt am anderen, es gibt ein schwierigere Geschichten, oder? Schwingen, ganz spannend, oder? Weil ein zeitgenössisches Schwingerfest, oder? Elper und Schwingerfest, wo ja nur alle drei Jahre stattfindet, immer in verschiedenen Regionen, immer wieder neu organisiert werden muss. Es ist sehr aufwendig für den Sponsor. Und es ist auch schwierig, wenn nur alle drei Jahre ein Ereignis kommt. Auch wenn es ein super attraktives Ereignis ist, aber es kommt nur alle drei Jahre. Und das macht es ein bisschen aufwendiger und nicht ganz so attraktiv. Und spannend, eine Sportart, wo eigentlich Sponsoren
nur ganz stiefmütterlich behandelt. Oder? Ich meine, wenn Sie den Ring kennen, oder? Ich meine, dort hinein können sponsoren, das wäre super, das lohnt es nicht so. Die Schwinger haben jetzt, ich sehe es ein bisschen in der kantonalen Schwingerfest, fühlen so an, die einen haben da schon Aldi da oben, der eine hat da ein bisschen Raiffeisen und so. Also sie fühlen langsam an, jetzt auch mit dem Sponsoring, aber ganz bescheiden, oder? Und das sind ja riesige Diskussionen, will man so eine Sportart eben auch so rausbringen wie eben Fußball oder Ski und die Athleten die Freiheiten lassen. Das ist im Schwingen nicht möglich. Der Peter Spuller und ich haben den aber gleich einmal weggemacht. Er war Ebi, ich tat es mal als Reifis. Dann haben wir gesagt, wir wollen wissen, wer im Ring drin das Sponsoring anbringt. Oder wer bringt es an im Ring drin, Ebi oder Reifis? Da sind wir natürlich gespannt gewesen, das war im Frauenfeld, runtergegangen. Er hat dann in der Nacht vorher, ist er innen zu der Kühe und hat in einer Kuh hinten ganz innen rasiert, Ebi, oder? Und hat die Kuh so rumlaufen lassen. Es hat halt so wirklich niemand gemerkt. Ich habe dann auch in einer Kuh, weil das das Einzige war, die rumgelaufen ist, einfach zwei Reifeisenspitzen über die Ohren gelenkt und sie so rumlaufen lassen, aber sie haben es dann schnell weggenommen. Also, spannend, oder? Wie man sich auch mit den Partnern muss auseinandersetzen, welche Art von Sponsoring man effektiv auch macht. Selbstverständlich, das Ganze sollte auch langfristig sein. Man muss sich nicht kurzfristig in ein Sponsoring hineingehen, sondern langfristig. Es ist nämlich aufwendig, oder? Weil das ist etwas, was man ja macht, um eben Marken auch zu positionieren. Oder? Und Marken positionieren, das wird natürlich nachher auch immer wieder angeschaut. Ist es gelungen? Jedes Jahr auch verglichen, was passiert ist mit den Marken. Und das heisst schlussendlich, es ist eine absolute Professionalität, muss dahinter sein. Oder? Auch als Unternehmen muss man bereit sein, Zeit, nicht nur Geld, Zeit und auch Engagement zu investieren. Oder? Weil das sind ganz viele Fragen, die aufkommen in dem Sponsoring, wenn man auch die Sportler begleitet, die eben auch wichtig sind, dass man sie macht. Und ich habe immer ein bisschen das Prinzip gehabt, wenn ich nicht will, keinen Aufwand habe, oder? Das ist ja, oder wenn man auch Geld jemandem will, mal geben, dann haben wir es eher in Form von einer Spende gemacht und dann ist es einfach gemacht gewesen. Es war eine Spende gewesen, das war okay gewesen, aber nicht ein Sponsoring. Sponsoring hat immer geheißen, die ganzen begleitenden Massnahmen auch mit zu entwickeln, oder? Und dann ist man natürlich interessiert, dass auch Partner, man muss auch Partner anschauen, die auch gleichzeitig sponsoren, dass die sich auch voll engagieren. Weil spannend ist natürlich, gerade auch im regionalen Bereich, dass das nachher auch über alle Kanäle verbreitet werden, die alles, oder? Sei es Social Media, sei es die traditionellen Medien, dass das verbreitet wird, oder? Und da muss jeder mithelfen von den Sponsoren. Darum muss man auch mit diesen Sponsoren, also nicht nur mit dem Sport, sondern auch mit den anderen Sponsoren, sehr eng zusammenarbeiten, oder? Oder dass man zum Beispiel auch über das Fernsehen so Sachen nachher platzieren kann. Fußball ist sehr stiefmütterlich behandelt worden vom Schweizer Fernsehen. Wie viele Mal ich angerufen habe, könnt ihr nicht auch mal sagen, Raiffeisen Superliga oder nicht immer nur Superliga. Oder keine Chance, weil das gilt schon Werbung und das machen sie nicht. Aber der Fernsehen sagt dann zum Beispiel, nein, in unser Programm gerade am Nachmittag um Viertel ab zwei oder Viertel vor zwei gehen wir, wenn wir ein Fußballmatch haben und nicht zu den attraktivsten Zeiten. Oder? Also da kommen sie dann auch an Grenzen an, wo man muss dann immer verhandeln muss. Und ich habe jetzt mit Freude eigentlich festgestellt, dieses Jahr ist der Fußball im Schweizer Fernsehen viel attraktiver geworden, auch im Radio übrigens. Man hört viel mehr Übertragungen vom Fußball und vom Radio und auch zu guten Zeiten, als das noch früher der Fall war. Es ist ganz wichtig, das Verbreiten vom Sponsor, vom Namen, von der Marke, dass die auch verbreitet wird. Nun, selbstverständlich gibt es mit dieser ganzen Geschichte auch Risiken. Die Risiken, in Fußball hineinzugehen, hat immer auch zu tun mit Krawall, hat zu tun mit Schlägereien, Büros, will man das nicht? Das ist eine ganz schwierige Frage, die man muss abwägen muss. Will man ist nachher im Zentrum? Es ist natürlich unangenehm, wenn man auch hört, draussen, ja, wir gehen kein Fußballmatch mehr anschauen mit den Kindern, weil das ist ja viel zu gefährlich. Da gibt es ja sogar noch Verletzte und so weiter. Also das ist ganz ein heikler Punkt, wo es klar auch zu realisieren gibt, dass das kann passieren. Oder? Also
der, den man sponsert, das, den man sponsert, kann auch in Kritik kommen. Mit dem wird man leben müssen. Man muss noch den Kontakt auch aufnehmen, um die Problematik zu diskutieren. Der Einfluss aber als Sponsor, sagen wir mal, in ganz so Fragen ist dann relativ bescheiden, weil natürlich der Sponsor in der Regel auch nicht der Experte ist, um da wirklich nachhaltige Konzepte zu entwickeln. Aber es ist ein Risiko, wo man fährt, wenn man natürlich den Namen, wenn man die Marke so positionieren. Neben dem, dass man einfach Sportarten tut, vielfach Sponsor, überlegt man sich natürlich auch einzelne Leute zu sponsoren. Oder? Das ist dann eine andere Dimension. Das Individualsponsoring, das gibt dann wirklich Partnerschaften. Helvetia hat etwa 30 so Individualsponsoren. Mit denen schafft man zusammen. Das ist auch Arbeit, die dahinter steckt, aber es ist auch eine spannende Arbeit, weil man auch Persönlichkeiten natürlich kennenlernt, die wirklich einem auch spannend finden. Ich meine, ein Dario Colonia, das ist natürlich angenehm, so jemand zu sponsoren. Es gibt aber auch andere Beispiele, die auch beeindruckend sind, oder, auf dieser Ebene, wo man eben dann auch mit den Kunden zusammen natürlich so Erlebnis kann schaffen. Ich erinnere mich auch von der Persönlichkeit her gut an ein Gespräch, das ich mal hatte mit der Lara. Gut, das war ein 18-jähriges Mädchen damals. Wir haben sie gesponsert von Raiffeisen aus. Sie hat nicht mehr richtig mit Raiffeisen, was ich natürlich überhaupt nicht können verstehen. Ich habe die ganze Familie eingeladen, bin zu Mittagessen, weil sie ist ja eigentlich fast mit der Familie auch immer unterwegs gewesen. Mutter und Vater und heute noch. Und auch noch der Bruder ist ja auch noch gewesen. Und haben ihnen ein relativ attraktives Angebot gemacht und haben gesagt, ich möchte euch länger an die Raiffeisen binden, oder? Aber auch als Familie, nicht nur jetzt die Lara. Gut. Und das 18-jährige Mädchen, darum hat es mir auch imponiert, weil ich selber gerade an meine Zwillingstöchter etwa gleich alt sind, sagt mir, Herr Vinzenz, wissen Sie, das ist alles gut, was Sie machen, aber das passt nicht in mein Konzept von meiner Zukunft. Ich will viel mehr individuell können auftreten. Ich will nicht wie alle anderen da in der Reihe und Glied stehen mit dem Helm und mit dem Ski und lächeln, wenn sie sagen, ich muss lächeln und so weiter. Sondern ich möchte das individuell machen und ich bin überzeugt, längerfristig hole ich mehr raus, wenn ich eben mich kann individuell positionieren als Sponsorenträger und nicht in das Klischee hineingehen wie alle anderen. Hochspannend, oder? Ein 18-jähriges Mädchen, das einem das sagt. Und heute muss man sagen, hat sie recht. Und auch wenn sie mir dort abgesagt hat, bin ich nie nachträgend gewesen. Sie hat sogar einmal gesagt im Interview, es käme ihr eigentlich gerne darauf an, wer sie auf dem Kopf hätte als Sponsor. Das sei ihr eigentlich gleich. Das gehört man natürlich nicht gerne als Sponsor. Aber das passt, das muss man auch verleiden können, oder? Weil das sind Persönlichkeiten, oder? Und die Entwicklung, jetzt gerade auch, die Lara gut gemacht hat, ist sehr beeindruckend. Und das sind Themen, die man mit den Individualsportler natürlich auch hat. Diese Individualsportler kann man eben auch sehr gut einsetzen, auch mit Kontakt mit Kunden. Das sind Erlebnisse, die man sonst nicht so einfach kriegt. Und gerade wenn wir wiederkommen natürlich auf Banken und Versicherungen, die noch schwierig sind, mit dem Produkt selber Kundenanlässe zu machen, dass das natürlich sehr angenehm ist, wenn man Leute hat wie einen Simon Ammann, der natürlich völlig die Leute auch in den Bann zieht, in so Kundenanlässe und auch hochspannend ist. Aber man muss auch sehen, dass man die Sportler müssen das auch lernen, oder? Dass sie können auftreten können. Das können also nicht alle auftreten. Man kann Individualsponsoring machen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, der Hermann Mayer, die Skifahrerlegende in Österreich, ein perfekter Werbeträger, oder? Aber für Kundenanlässe nicht geeignet, oder? Weil er ein bisschen komische Sprüche gemacht hat, oder? Aber okay, aber es ist gleich gut gewesen, dass er ja dann da Sponsoring hätte können machen. Das sind Individualitäten, das muss man akzeptieren. Und ich glaube auch, man sieht schon bei Sportlern, auch, die so aktiv sind, schon die sich schon auf so Karrieren auch vorbereiten, während sie noch aktiv sind, indem sie eben den Kontakt suchen zu den Kunden, dass sie auch Auftritt haben, dass sie können erzählen, sich sogar ein Programm machen, was sie erzählen, aus ihren Erfahrungen erzählen. Und wenn das jemand kann machen, der Didier Güsch war auch einer, das ist hochfaszinierend. Also da ist natürlich nachher ein gewisser Zeitaufwand selbstverständlich für den Sportler, aber es hilft als Unternehmung extrem, auch solche Emotionen auch zu schaffen. Ich muss Ihnen sagen, es ist einfacher, mit den Ski-Leuten
solche Anlässe machen als teilweise mit den Fußballern, oder? Das ist auch noch ein bisschen ein Unterschied. Fußballer eignen sich nicht alle, eben auch solche Anlässe mitzumachen. Ideal ist natürlich, wenn Sie mit dem Sponsoring, das Sie machen, einen direkten Bezug haben zu Ihrem eigenen Geschäft, oder? Also Formel 1, Mercedes. Da jetzt ist ein bisschen weiter hergeholt, aber immerhin auch von der Helvetien aus, Skibruchversicherungen, das können wir auch wieder, das ist wieder näher beim Skifahren, das können wir brauchen, auf einem relativ natürlich bescheidenen Niveau, um das wirklich perfekt zu vermarkten. Aber wenn der Sport und eben Dienstleistung und die eigenen Produkte näher beieinander sind, ist das ein riesen Vorteil natürlich im ganzen Sponsoring-Konzept drin. Wo einem hilft, einfach das noch viel besser auch, zu vermarkten. Man geht nicht nur rein und tut eigentlich die Spitzensponsoren, sondern was automatisch auch dazu gehört, ist der Nachwuchs. Oder? Das vergisst man zuerst, weil man immer sieht, nur die grossen Geschichten überall. Aber der Nachwuchs, die Sponsoren, ist eben genauso wichtig. Und wenn man eine langfristige Bindung eingeht, dann ist es einfach notwendig, dass der Nachwuchs auch gesponsert wird, weil am Schluss lebt man ja dann wieder vom Nachwuchs und nicht von den aktuellen jetzt Sportgrössen. Und das heisst, dass man den Aspekt nicht ganz vergessen darf. Es passiert dann auch ein bisschen, was beim Skifahren fast passiert ist, wo dann die Helvetia und die Raiffeisen rein sind, als Bank und Versicherung, haben sich die anderen dazumals rausgezogen aus den Regionalverbänden, die anderen Versicherungen und die anderen Banken. Also hat man noch müssen, noch vermehrt auch in die Jugend investieren. Und das gehört irgendwo auch dazu. Das geht natürlich aber bis einzelne Leute auch zu unterstützen. Meine Skifahrer, heute eine Familie in der Bündnerland hier oben mit zwei Kindern, die Skikarriere machen wollen, oder? Das ist sehr teuer auch für die Familie. Das ist zum Teil auch ein Problem von der Finanz. Also es kann bis auf die Ebene aber, wo man auch bereit sein sollte, um so ein Sponsoring zu unterstützen innerhalb von diesen Branchen. Und vielfach kommt, ich habe gesagt, gehen in die anderen eben raus, wenn andere Versicherungen reinkommen oder eben eine andere Bank, kommt ein bisschen die Frage auch in dem Thema von der Exklusivität. Im Sponsoring ist immer schnell, dass man als Branche die Exklusivität will. Ich habe das eigentlich immer ein bisschen schade gefunden, weil ich finde, gerade wenn man einen Sport will entwickeln, dann braucht es halt auch mehrere Sponsoren selbstverständlich. Und wenn auch die mal aus der gleichen Branche kommen, ist das nicht so schlimm. Heute beobachte ich, dass das eher ein bisschen durchlässig geworden ist. Oder? Ich sage es im Fußball, oder? Unser FC St. Gallen, der jetzt im Moment ein bisschen eine harte Zeit hat, aber das kommt schon wieder gut. Das gehört auch dazu, etwas so Turbulenz. Aber dort haben wir natürlich auch mit der St. Galler Kantonalbank, wo ja auch da heute Sponsoring ist, und mit Raiffeisen auf dem Liebling lang diskutiert, geht das oder geht das nicht. Oder? Es geht, oder? Und man sieht, dass gerade im Fußball hat man viel mehr jetzt dann auch Kantonalbanken selbstverständlich und auch Raiffeisen auf dem Liebling. Also die Exklusivität, die kann man schon ein bisschen aufweichen. Also es ist nicht notwendig, dass das bis zum Absurdum geführt wird. Auch im Fußball haben wir uns das lange überlegt und wir haben gewusst, Credit Suisse ist Nationalmannschaft, oder? Und Superliga, Raiffeisen, beißt sich das nicht und so weiter? Nein, eigentlich nicht. Und ich bin eigentlich froh, dass es ein bisschen aufgeweicht wird, immer das Exklusive, nur eine Branche. Ich glaube, wenn man schon eine interessante, auch in der Region drin, eine interessante Sportart hat, auch Sportleute hat, dass dann halt auch mal ein Konkurrent eben auch als Sponsor kann auftreten, kann man meines Erachtens durchaus auch zulassen. Was dann natürlich noch der weitere Schritt ist, wenn man gerade noch so weit kann gehen und den Breitensport auch Sponsor, indem man natürlich den Kunden auch ein Erlebnis natürlich vermittelt, dass man nicht nur zuschaut, wie die anderen gut sind, die grossen Starren und so weiter, sondern dass man selber auch in die Hose steigt. Und wenn man solche Erlebnisse kann auch bieten, den Kunden oder sich eben auch mit der Marke bekannter machen, ist das sicher ein grosser Vorteil in dem Bereich drin. Was ich dann selber ein bisschen auch erst gelernt habe mit der Zeit und von Anfang an, das eigentlich nicht so klar war, das ist der Einfluss vom Sponsoring auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom eigenen Unternehmen. Wenn man jetzt im Sport anfängt, das hat auf einmal auch eine Dynamik freilegen, wo
die Leute selber Sport treiben. Man unterstützt das natürlich auch. Sport treiben, wir finden, gibt ja auch unter den Mitarbeitern Teambildungen. Und das führt dann automatisch auch dazu, dass der Sport auch im eigenen Unternehmen ganz einen anderen Stellenwert kriegt, als wenn man es eben nicht so im Zentrum hat. Und die Erfahrung ist sicher spannend gewesen. Das hat, man unterstützt auch, man fährt dann natürlich auch Ideen zu entwickeln, unterstützt die ganzen Aktivitäten auch. Und was auch spannend geworden ist, ist, wenn man dann an Sport Ereignis gegangen ist, oder, wo man dann auch gesponsert hat, dass eben die Mitarbeiter auch gekommen sind und das auch freiwillig haben mit organisieren. Wenn Sie denken, wenn man auf Wengen geht, einen Skilauberhorn abfahrt, da finden ja sehr viele Aktivitäten auch statt mit Kunden. Da braucht es auch vom Sponsor her Freiwillige, die kommen arbeiten können. Und das ist, da sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr motiviert, auch mitzukommen, mitzuhelfen und so auch ein Erlebnis haben am Wochenende. Also es ist auch nach innen gerichtet, kann Sponsoring einen ganzen guten Effekt haben, Motivationseffekt, das Thema, ein Zusammenhaltsgefühl ergibt sich. Und schlussendlich ist der Mitarbeiter auch noch stolz, dass seine eigene Firma jetzt eben ein Ereignis oder eben auch einen Sportler unterstützt und dort Sponsoren und auch da wieder die Wiedererkennung hat von seiner Marke. In dem Sinn ist für Helvetia, für Raiffeisen, für ist Sponsoring das Thema, vor allem auch Marken zu entwickeln, weil man nicht so über Produkte gehen kann, sondern über eben solche emotionale Geschichten versucht, Marken zu positionieren. Das muss man über eine längere Zeit machen, muss immer wieder machen. Sehr viel Zeit, Engagement, nicht nur Geld. Auch viele eben auch Emotionen, langfristig das zu entwickeln, muss eine gewisse Bereitschaft sein. Und das heisst natürlich auch, dass man schlussendlich aber auch viel zurückkriegt. Oder? Sex, rein das, was man kann messen kann, in Bezug auf Persönlichkeiten, in Bezug auf Branding und so weiter, gibt einem auch sehr viel wieder zurück. Und von dem her, glaube ich, darf man durchaus, sei es lokal, regional, mit dem Sponsoring das prüfen, anschauen und durchaus auch prüfen, ob es zum eigenen Unternehmen passt oder nicht. Was wichtig ist, ist sicher wichtig, dass man sich engagiert, weil schlussendlich sind wir auch froh, wenn unsere Jugend da vor allem Sport treibt und nicht sonst irgendwo rumhängen tut. Und wenn man das kann unterstützen kann, ist das sicher positiv. Danke vielmals, Pierin Vinzenz. Also Sport und Wirtschaft, eine Win-Win-Situation. Ist es das immer? Ist immer alles im grünen Bereich? Nein, wir haben es gehört, oder? Krawall im Fußball, da überlegt man sich schon, gehen wir dort rein oder nicht. Das färbt ab, ist natürlich keine schöne Geschichte. Es gibt auch Sachen, wo man darüber diskutieren kann, ist ein Mensch 225 Millionen wert, ein Fußballer, wo natürlich viele sagen, ja, aber jetzt fangen sie wirklich definitiv an, überborden. TV-Recht schnellt in die Höhe, wo der Fan irgendwann einmal nicht mehr weiss, wo kann ich jetzt was schauen, ich muss zwei Boxen haben und dann wird da noch untereinander verklagt, dass es nicht mehr gut ist. Also es gibt durchaus Spannungsfelder im Sport. Unser nächster Gast ist mit seiner Agentur ISA von Buchs in der Sportvermarktung tätig. In seinem Portfolio hat er unter anderem Fußball, er hat ATP-Tour, er hat Eishockey national und international. Und er zeigt uns jetzt auf, wo sind die Spannungsfelder im Sport und warum ist es auch für KMU gut, sich im Sport zu engagieren. Ich begrüße ganz herzlich den Herrn Christoph Schett. Es freut mich da, in so einem lauteren Kreis ein bisschen über meine 35-jährige Karriere im Sponsoring zu sprechen. Wer ist eigentlich die ISA? Die ISA ist eine Sponsoring-Agentur, eine unabhängig geführte von mir, mit dem Schwerpunkt im integrierten Sponsoring und auch im Bereich von Kultur und Charity. An dieser Stelle möchte ich auch gern, wir sind im Atrium, im Buchs ansässig und möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, euch vielleicht allen, die das Atrium noch nicht kennen, ein bisschen näher zu bringen. Atrium ist ein Geschäftsgebäude,
mit dem Restaurant, Fitnesscenter dort drinnen, eine Indoor-Golfanlage, verschiedene Seminarräume und eignet sich wunderbar für Firmenanlässe und sonstige Bankette und Seminare. Würde mich freuen, wenn Sie hier mal dort sind. Okay, das beiseite. Wer sind, was macht die ISA? Die ISA ist ein Unternehmen, das sich seit, wie gesagt, über 35 Jahren mit dem Sponsoring und mit den Facetten im Sport auseinandersetzt. Früher waren es vielleicht nur die Werberechte, die vermarktet worden sind. Das heißt, es ist um Plakate gegangen. Man hat sie so positioniert, dass sie im Fernsehen gut sichtbar sind. Und das war eigentlich der Wert. In diesen, all diesen Jahren hat sich das natürlich sehr gewandelt. Und darum ist es, wie man schon vom Vorredner gehört hat, sehr, sehr wichtig, intensiv sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also das heißt, wir beraten Unternehmen und Institutionen, wir bauen Strategien und Konzepte auf und setzen das natürlich auch vor Ort um. Die Erfolgskontrolle ist ein sehr wichtiger Bestandteil im Sponsoring, weil schlussendlich will man ja wissen, ob das investierte Geld auch wirklich dann in irgendeiner Form auch gerechtfertigt ist. Gesellschaft und Sport. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir die Spannung zwischen Sport und Geld erläutern wollen, zuerst eigentlich beantworten müssen, weshalb die Gesellschaft den Sport konsumiert. Worin besteht eigentlich das Faszinierende am Sport? Gewiss stehen zunächst die Höchstleistungen und die großen Sieger im Vordergrund. Aber auch gibt es Skeptiker, die halt nur das Doping und andere Manipulationen sehen. Aber das eine, was der Sport immer mitbringt, das ist ein Staunen. Ein Staunen des Athleten, wenn er eine Leistung erreicht. Es ist das Staunen und das Glücksgefühl, das er bekommt bei Siegen, aber auch sehr nah, wenn es um Niederlagen geht. Die Arena ist ein Ort, wo es auch tragische und komische Momente gibt. Und kaum eine andere Seite unserer Kultur, die stellt die Grenzen des Menschen in den Vordergrund. Ein Frankfurter Philosoph, Martin Seel, nennt den Sport die Zelebration des Unvermögens. Einer, der bei Golf oder diejenigen, die Golf spielen, da herinnen wissen, was man damit meint, die Zelebration des Unvermögens. Es gibt viele Gründe, weshalb Sport in der Gesellschaft einen wichtigen hohen Stellenwert genießt. Unabdingbar ist jedoch die gewaltige Verbindungskraft verschiedener Leute und Gesellschaftsschichten aufgrund eines gemeinsamen Nenners, dem Sport. Nirgendwo sonst entsteht ein solcher Zusammengehörigkeitsgefühl wie im Sport. Im Großen und Ganzen ist die Antwort auf warum Sport einfach und offenkundig. Es ist der Sport, die Menschen im Momente der Aufregung, der Emotion, des Drama und der Leidenschaft füllt, die ihnen vielleicht sonst im Alltag nicht gewährt sind. Dazu ein paar Emotionen. This watch has seen moments that last a second and moments that last forever. We'll be right back.
seen record-setting performances at the coming of the next generation of greats. Yet it's not until we look back that we understand that at those very moments, we were standing on the edge of history. Okay. Im Spannungsfeld zwischen, steht seit längerem im Sport auch das Geld. Harsche Kritiker im Zusammenhang mit Elite-Clubs, Sportlern, werden oft Wörter ausgesprochen wie Unverhältnismäßigkeit, Abzockerei oder sogar Korruption. Im Vordergrund stehen hier zwei dreistellige Millionensummen für Fußballtransfers, Boxkämpfe oder Golfspieler wie Tiger Woods. Die Frage stellt sich nun, weshalb werden beträchtliche Beträge im Sponsoring investiert? Weshalb findet trotz der Kritik eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung statt im Vergleich zu anderen Löhnen? Ganz generell kann man sagen, glaube ich, die Nachfrage bestimmt den Preis. Es gibt jemanden, der bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, ganz normal, wie in der Privatwirtschaft auch. Und hier sprechen wir nicht von Steuergeldern, sondern privaten Unternehmen, welche bereit sind, tief in die Tasche zu greifen und einen eigenen Mehrwert zu schaffen. Wir haben das schon gehört, Beispiel Neymar-Transfer, ganz aktuell heutzutage, 225 Millionen für einen Transfer zu Paris Saint-Germain. Ist es es wirklich wert? Wenn man es genau betrachtet, gibt es verschiedene Aspekte und man darf nicht nur diese Summe als einmaligen Betrag sehen. Es gibt nur allein schon bei dem ersten Bekanntwerden sind über 10.000 Shirts von Neymar und Paris Saint-Germain verkauft worden. In dieser Vertragszeit erwartet man bis zu 1 Million verkaufte Shirts. Und das sind natürlich Gründe, warum heute sich auch ein Unternehmen engagiert und wahrscheinlich auch einen guten Return on Investment hat. Vielleicht ist bei einem Transfer wie den Neymar mit Katar auch andere Gründe im Spiel. Die politische. In den letzten zwei Monaten oder mehreren Monaten stand Katar in einem noch nie zuvor dagewesenen Streit mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Bahrain. Es führte dazu, dass diplomatische Beziehungen im Land aufgegeben wurden. Auf diese Entwicklung reagierte Katar mit einer noch stärkeren Selbstsicherheit. Sicherlich ist der Neymar-Transfer für den Paris Saint-Germain sehr wertvoll. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Entscheid aufgrund des Timings auch stark politisch motiviert war. In einer Zeit, wo es Ländern wie Saudi-Arabien in die Karten spielen würde, wenn die Welt ein negatives Bild von Katar hat, rückt der Hauptstadt Doha noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit und wird Teil eines großen Fußballtransfers der Geschichte. Oft ist einem nicht bewusst, dass Paris Saint-Germain vor 5 Jahren von Katar über Sports Investments akquiriert wurde. Und da gibt es Parallelen zu den Emirates als Beispiel. Katar ist Gastgeber der Fußball-WM 2022, welche nach Schätzungen von Deloitte bis zum Startschuss mit diversen Investments in Infrastruktur, in Stadien ca. 200 Milliarden investiert. Mit dem Sponsoring der Qatar Airways bei Barcelona sieht man große Ähnlichkeiten
und zu den Arabischen Emiraten, welche damit einen strategisch starken Schachzug vermarktet haben. Zuerst haben sie eine führende globale Fluggesellschaft gegründet, diese mit den besten Fußballclubs und Spielern durch Sponsoring vermarktet und anschließend Dubai als Touristendestination an die Welt verkauft. Katar nutzt nun ebenfalls Storytelling und das Testimonial Neymar als Expansionsmedium. Ob sich das direkte Investment mit Spielern wie Neymar auszahlt, bleibt offen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass das Return on Investment für Katar längerfristig bei weit mehr als 225 Millionen liegt. Bleiben wir zusammen zu dieser Annahme beim Beispiel Neymar. Erfolgreich bewunderte Menschen haben ihren Preis. Letztere zum Beispiel, als Neymar, hat auf Facebook, Twitter und Instagram rund 170 Millionen Follower. Wie man in the game, before the game, Bild sehen kann, erhält ein Video mit Neymar für Beats by Dre 32 Millionen Hits und Views. Der Medienwert von einem Cristiano Ronaldo ist gemäß Hockey, das ist die größte Plattform, die verfolgt die Qualifizierung von Social Media für Sponsoren, haben Neymars 255 Social Media Posts mit Sponsorenabbildung einen Medienwert von 125 Millionen Dollar im Jahr. Vergleich zu den 225 für mehrere Jahre kann jeder selber entscheiden, ob das es wert ist. Ein Cristiano Ronaldo hat einen geschätzten Medienwert von 936 Millionen im Jahr. Sein Salär mit 93 Millionen ist ein 1:10 Verhältnis. Wie bereits erwähnt, ist der Sport mit all seinen Facetten heute in der Gesellschaft allgegenwärtig und ein zentrales Element unserer Freizeit- und Unterhaltungskultur. Rund 2/3 der Bevölkerung in der Schweiz treiben Sport mindestens einmal pro Woche. Das Angebot an Sport- und Bewegungsformen gestaltet sich sehr breit und oft werden mehrere Sportarten ausgeübt und Rede verfolgt. Woche für Woche werden sportliche Großereignisse im In- und Ausland durchgeführt. Die Berichterstattung über solche Sportveranstaltungen und die Sportwelt im Allgemeinen in den Print- und elektronischen Medien, Internet, Fernsehen, Radio, stößt bei der Bevölkerung auf sehr großes Interesse. Wenn man an Weltmeisterschaften, den Kampf zwischen Mayweather und McGregor, an Super Bowl oder an Ryder Cup denkt, dann weiß man, was man davon halten muss. Das Schlagwort in Bezug auf Sport ist Emotion und deshalb so effektiv im Sponsoring-Bereich, weil die Emotion als Bindeglied zwischen Konsument und Marke dient. Sponsoring und Event-Marketing schaffen Dialoge, emotionalisieren und sensibilisieren. Sie schaffen Verbindung zwischen Ereignis, Marke und Kunde. Dort verknüpfen heute viele Firmen ihr eigenes Produkt perfekt mit dem Sport und der von ihr angesprochenen Zielgruppe. Denken Sie an die Marke Red Bull. Die Erfolgsgeschichte der Marke ist direkt mit der Erfolgsgeschichte im Sponsoring verbunden. Das Unternehmen ist zu einer riesigen Marketingmaschine herangewachsen, die Ideen im Sport und Entertainment produzierten. Das Image eines Felix Baumgartners, welcher einen Sprung aus 39 Kilometer Höhe und die Schallmauer durchbrochen hat, wird auf das Unternehmen projiziert. Die Marke wird zum Träger eines Lebensgefühls, Bekenntnis zur Dynamik, zum Spiel und hoffentlich auch zum Sieg. Kurz angesprochen ist die Veränderung der Medienlandschaft. Was ist passiert?
die ist stark im Wandel. Mehr und mehr werden Sportanlässe im B-Bereich und mehr personalisiert ausgestrahlt. Gerade auch online und mobile Funktionen. Zum Beispiel erwarb Amazon neuerdings die Audiorechte in die Kategorie Web-Mobile und trifft damit erstmals als Rechteinhaber in einer Fußball-Bundesliga auf. Wer heute uneingeschränkt sein will, muss für den Free- und B-TV von Fußball und Eishockey mehrere Abos kaufen, was ziemlich ins Geld gehen kann. Der Europäische Fußballverband vergibt das erste Mal in der Geschichte die TV-Rechte der Champions League ab der Saison 18-19 mit einer Variante ohne Free TV. Die Entwicklung gerade in der Schweiz mit MySports in Verbindung zu Eishockey, aber ab dieser Saison auch in Deutschland mit diversen Fußballspielen zu beobachten. Wenn man aber herannimmt, dass für ein deutsches Länderspiel als Beispiel 10 Millionen Euro zu bezahlen sind, mag das für den einen oder anderen sehr, sehr viel Geld klingen. Hingegen, wenn man sieht, welche Einschaltquoten ein deutsches Länderspiel hat, eben auch circa 10 Millionen, dann würde das für jeden Einzelnen eigentlich 1 Euro bedeuten. Dann ist Break-Even erreicht. Eine Eintrittskarte in das Fußballstadion im Vergleich kostet den Konsumenten weit mehr. Die Frage natürlich stellt sich, auch die kritische Frage, ist heute noch der Service Public zeitgemäß? Sind die 460 Franken, die man pro Jahr für die TV-Gebühren zahlt, im Verhältnis mit dem BTV, stimmt das noch überein? Die Frage wird sich in den nächsten Jahren und Monaten beantworten. Jetzt vielleicht haben wir viel von internationalen großen Rechten und Summen gehört. Und jetzt fragt man sich, ja, macht es auch für KMUs noch einen Sinn, Sponsoring zu machen? Diese Beträge sind ja weit ab von Gut und Böse und wir werden sicherlich keinerlei derartige Beträge ausgeben, nur um ein paar Kunden zu werben. Aber ich glaube, dass auch für KMUs es sehr sinnvoll sein kann, sich zu engagieren in regionalen Vereinen. Aber man muss da ganz klar zwischen Mäzenatentum und Sponsoring unterscheiden. Viele Unternehmen machen mehr Mäzenatentum. Das heißt, sie zahlen eine Summe, weil man entweder den Präsidenten dieses Vereines kennt oder ein paar Verwandte da drinnen hat. Aber das hat nicht viel mit Sponsoring zu tun. Mit Sponsoring verfolgt man eindeutig ein kommerzielles Ziel und es verlangt seitens des Unternehmens Investitionen, die über einen finanziellen Aspekt hinausgehen. Durch die Emotionalisierung des Sports ist eine Kommunikation möglich, die in vielerlei Hinsicht weit günstiger und wirkungsvoller ist als klassische Werbung. Ein Beispiel mit Spar Handball. Wie wir schon gehört haben, es ist wichtig, in die Jugend auch zu investieren. Spar Handball, Frauenhandball-Engagement ist, glaube ich, nicht für viele so sexy, die da herinnen sind und sagen, oh ja, das ist der Sport, in den wir investieren müssen. Aber Spar sagt, erstens ist es unsere richtige Zielgruppe, Frauen, die gehen einkaufen. Und zweitens wollen wir für die Jungen, für den Nachwuchs etwas machen. Spar gibt zum Beispiel eine Bonuskarte heraus. Und mit jeder Mutter, Oma, wer immer auch im Umfeld dieses Spielers im Handball ist, geht dort einkaufen und der Verein bekommt eine gewisse Summe an Bonus zurück für die Jugendarbeit. Der Umsatzbonus zum Beispiel hat
im letzten Jahr 680.000 erreicht. Im Allgemeinen bin ich der Meinung, dass Sponsoring signifikanten Beitrag zur Markenwahrnehmung leistet. Die vor allem, weil auch der Bevölkerung sehr aufgeschlossen gegenüber Sponsoring-Aktivitäten ist. In den letzten Jahren hat die Relevanz von Sponsoren im Kommunikationsmix im Durchschnitt jährlich um ca. 3% zugenommen und liegt heute bei weit mehr als 20% im Kommunikationsmix. Wir haben schon gehört, eine starke Marke macht nicht alles, aber was sie macht, macht sie richtig. Ich glaube, die Masse mag Helden und Leute aus dem Sport, zu denen sie heraufschauen können. Einer davon sitzt heute unter uns und war und ist ein Werbeträger für mehrere Unternehmen. Ohne schmeichelnd zu wirken, aber das Charisma, die Erfahrung und das Image solcher Leute als Werbeträger wie Bernhard Russi wird auf die Marke projiziert und weckt beim Konsumenten sehr positive Gefühle. Vielen Dank. Jetzt wollen Sie reden mit mir. Darum kommen wir noch mal. Ha? Habt ihr jetzt, was nehmen wir damit? Was nehmen wir damit, jetzt, was der Herr Vinzenz und der Herr Schredder... Oh, nein, oh, hast du Angst vor mir? Rutscht da gerade so weg. Was nehmen wir damit? Haben Sie zugelassen hinten? Haben Sie zugelassen, aber reden darüber tun Sie immer noch nicht. Aber jetzt kommt ein Gast, oder, wo so eine Marke ist, wo attraktiver Mann, Ski-Experte, Weltmeister, Olympiasieger, Bergsteiger, eine Marke, eine richtige Marke. Freut ihr euch auf ihn? Auf den Russi, Bernhard Russi, schon ein bisschen, oder? Gut, also herzlich willkommen, Bernhard Russi. Hallo, Bernhard. Grüezi miteinander. Übrigens, Entschuldigung, Paul. Gell? Der Paul hat eigentlich wollen, dass ich hier einen Vortrag halte, also ein Referat. Und weil ich ihm nicht garantieren konnte, dass ich wirklich da bin. Ich bin erst vorgestern von China gekommen. Und wenn man in China ist, weiss man nicht, ob man wirklich zur Zeit zurückkommt. Habe ich gesagt, los, ich tue mir lieber keine Gedanken machen und ich tue lieber gefragt werden. Weil mein Credo war immer, mit dem Interview, mit den Fragen lerne ich mich selber kennen. Also ich bin gespannt, was du von mir wissen willst. Okay, oh, jetzt habe ich aber brutal Druck. Bernhard, eben, du bist von China zurückgekommen, du bist vorher in Südkorea gewesen, du tust dort wieder Pisten bauen, also zum einen jetzt für die Olympischen Spiele im Februar und nachher für China. Wie sieht es aus, jetzt einmal in Pyeongchang dort, ist die Abfahrtspiste für den Feuz bereit? Hast du dort ein bisschen geschaut, dass seine Stechen zum Zug kommen? Also, dass man das klar deutscht, ich tue sie nicht bauen, ich sage, wie sie gebaut werden sollten. Ja. Und du nachher am Schluss sagen, es ist okay oder nicht. Ja, Pyeongchang ist bereit. Und zwar nicht nur für Beat Feuz, sondern ich glaube für die ganze Schweizer Mannschaft. Das sind immer so, es ist ein bisschen eine ähnliche, nicht so, nicht ganz genau gleich, aber eine ähnliche Piste wie St. Moritz. Mhm. Mit sehr viel Platz, sehr viel offenes Gelände, obwohl es im Wald innen ist. Und sehr viele grosse, gute Sprünge. Und die wissen das. Janka, Feuz, Kühn, wie sie alle heissen. Die wissen das und können sich gut darauf einstellen. Und jetzt, wie gehst du denn jetzt nach China her? Also jetzt bist du dort gewesen. Wie geht man dann an so ein Projekt an? Also China heisst Peking, oder? Und immer wenn ich sage, Olympische Spiele Peking, dann sagen alle, es gibt ja gar keine Berge. Es gibt ja, ist ja gar nicht möglich. Das Gefühl hatte ich am Anfang auch gehabt. Und bin dann aber wirklich überrascht gewesen. Und im Moment kämpfen wir darum, dass wir die Steilheit rausbringen, dass wir also weniger steil sind, als der Berg wirklich ist. Und das ist schon ganz schwer. Es ist zwar leichter, einen Berg flächer zu machen, als einen Berg steiler zu machen, aber die haben sehr gute Natur, sie haben gute Berge, haben gutes Gelände. Was ich noch nicht hundertprozentig weiss, wie sich denn der Winter verhalten wird. Sie haben ganz, ganz wenig Schnee, soll sagen, kein Schnee. Was sehr gut ist für alpinen Rennsport, weil wir den Schnee lieber machen, anstatt dass sie jeden Morgen wieder einen halben Meter Schnee rausschaufeln müssen. Darf ich nur schnell... Also, ihr wollt gehen, gell?
Oder wenn ihr sitzen bleiben. Ihr schaut mich so an und jetzt weiss ich nicht, wenn, nur schnell, Entschuldigung. Habt ihr wollen sitzen bleiben oder lieber hinter der Bühne einen Kaffee trinken? Hinteren, gell? Ich habe es gedacht, so wie ihr hinteren geschaut habt. Danke vielmals. Wir sehen uns, nachher noch. Entschuldigung, ja. Also beim Schnee sind wir gewesen. Ja, aber Kälte haben sie und das kommt gut. Das ist gut. Jetzt, wir haben eben gerade so ein Sport, Spektakel. Die Leute wollen ja immer ein bisschen mehr Spektakel. Fühlst du dich unter Druck, müssen jetzt immer ein bisschen mehr Grenzen allenfalls rausschieben oder immer mehr Spektakel reinzubringen, damit eben halt dann die Zuschauer auch zufrieden sind? Ja klar, man setzt sich selber ein bisschen unter Druck, aber ich kann beruhigen. Ich glaube, gerade im Skirennsport, mehr Spektakel heisst sicherer. Man versteht es zwar nicht so gut, aber wenn eine Abfahrt eine Durchschnittsgeschwindigkeit hat von 115 oder 120 und es ist ganz ruhig, es ist kein Spektakel rum, dann ist es brandgefährlich für mich. Weil dann ist der Fahrer nicht in seinem labilen Gleichgewicht und ist nicht bereit, Fehler auszumerzen. Hingegen, wenn es schlägt, wie zum Beispiel in Kitzbühel auf dem Steil, auf dem Zielhang, dann weiss man, es kann jederzeit etwas passieren und der Fahrer selber ist immer am Korrigieren, stetig am Korrigieren. Und dann ist es für mich weniger gefährlich, als wenn es schön ruhig ist und aufs Mal klopft. Mhm. Also Spektakel ist positiv und ist gut. Man tut dann automatisch die Durchschnittsgeschwindigkeit verringern. Und die grösste Gefahr ist natürlich das Tempo. Also du bist dir sehr wohl bewusst, wie du daran hergehst. Wir haben vorher gesagt, beim Sagen, wir haben zu viel von Marken heute. Du bist ja eine Art Marke. Du bist 72 Olympiasieger, 70 Weltmeister. Jetzt sind ein paar Jahre vergangen. Und du bist immer noch eine Ikone, wenn ich das so sagen darf. Wie machst du das? Wie hast du dich da bewusst irgendwie positioniert? Wie schaffst du das, dass du immer noch eine Marke bist und so in der Öffentlichkeit? Also, ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas gemacht habe dazu. Mhm. Höchstens mich selber geblieben. Ja. Ich glaube, ich habe nur etwas ganz, ganz, ganz wichtig gemacht, wo jetzt könnte in eine Marke hineingehen oder zum Namen dazu beitragen. Ich habe immer gekämpft um meinen Steuersitz. Also Andermatt hat immer müssen mein Steuersitz bleiben, mein Heimatort müssen bleiben. Auch wenn ich ab und zu irgendwo an einem anderen Ort Wochenaufenthalter war, habe ich immer gekämpft darum, dass mein Name Bernhard Russi Andermatt heisst. Und nicht Bernhard Russi, ich sage jetzt irgendwie Oberlunkhofen oder Meiringen. Also Meiringen geht auch noch. Aber Nein, ich glaube, für mich ist ganz wichtig, dass der Zusammenhang mit der Natur, der Zusammenhang mit den Bergen, dass der bestehen bleibt. Und dadurch gibt es eine gewisse Identität, die mit dem Namen zusammenhängt. Aber das war dann gerade gar alles gewesen. Ja, ich weiß. Die Frage wird sehr oft gestellt, wie man so etwas macht. Und ich glaube halt einfach, dass es geht ja um einen Bekanntheitsgrad. Und ich habe dir auch schon gesagt, Bekanntheit ist noch lange kein Qualitätssiegel. Ich meine, es gibt ganz, ganz bekannte Leute auf dieser Welt, oder? In der Politik. Ob sie gut sind oder nicht, sei ja sehr dahingestellt. Also, bekannt wirst du dann, wenn du, wie der Pierin Vinzenz, Präsident ist von einer grossen Bank, die sich auch ein bisschen Föder hebt und auch ein bisschen getraut, einmal etwas zu sagen, was die anderen nicht sagen, dann wird man bekannt. Und ich bin vielleicht bekannt geblieben, weil mein Job in der Öffentlichkeit geblieben ist. Also ich denke da ans Fernsehen, ich schreibe selber noch im Blick Kolumnen. Also man ist in der Öffentlichkeit und dann bleibt der Bekanntheitsgrad Bestand. Aber wie gesagt, das ist noch nicht die Qualität. Aber gleich, du hast ja auch Erfolg. Also eben, seit Jahrzehnten bist du in allen Bereichen quasi ein Glückskind. Also es gibt ja Leute, denen geht das Butterbrot immer auf die Seite der Butter. Bei dir hat man wie so ein bisschen den Eindruck, wir wissen, seit dem Doc-Film ist auch nicht immer so gewesen, aber hauptsächlich geht es bei dir halt eben auf die andere Seite. Das wäre dann das Glück. Ja. Also, wieso sind die einen immer eher ein bisschen unglücklicher und die anderen, so wie du, eher ein bisschen auf der glücklicheren Seite? Was machst du da dafür?
Also wenn ich bilanziere tue und mich frage, warum ist denn dort das passiert und dort das und warum habe ich dort Glück gehabt oder nicht, ich habe relativ schnell realisiert, dass es Glück braucht im Leben und dass das Glück existent ist. Es ist immer da, es ist nur immer auf einer anderen Höhe. Es kommt nicht immer auf der gleichen Höhe vorbei. Also habe ich erkannt, dass damit ich näher beim Glück bin, muss ich mehr arbeiten. Wenn man sich das vorstellt, ich könnte ja auch im Hochsprung 2,40 Meter springen, wenn ich ein Podest aufbaue beim Absprung, der auf einem Meter oben ist. Also das meine ich da dabei. Also man muss die Basis aufbringen, so hoch als möglich, dass wenn dann das Glück wirklich vorbeikommt, dass ich es packen kann. Also man sagt ja, man kann sich das Glück selber erarbeiten. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen so. Wie viel Glück sagst du oder jetzt bei der Wirtschaft? Ist denn das alles immer noch Glück? Ist es ein Risiko? Wann ist ein Unternehmer erfolgreich? Ja, wir probieren ja den Spagat zu machen zum Sport. Und ich persönlich glaube nicht, dass der Sport, der Spitzensportler, nur via Computer kann gesteuert werden oder via die Wissenschaft. Dass man genau ein Konzept hat und sagt, wenn du genau das und das machst, dann wirst du Weltmeister, Olympiasieger oder Nummer 1 im Tennis. Ich persönlich glaube, dass es für Spitzenleistungen im Sport, sage ich jetzt zuerst, noch eine andere Komponente braucht. Das ist so ein bisschen die spielerische Intuition. Also ich sage immer wieder, ich bin in einem gewissen Sinn, ich hoffe, dass ihr das mir glaubt, ich bin ganz ein seriöser Mensch, aber ich bin auf der anderen Seite ein grausamer Zocker. Ich spiele gern. Und wenn man gut vorbereitet ist für gewisse Sachen, dann muss man parat sein, im entscheidenden Moment ein bisschen spielerisch umgehen damit. Also das gilt, wenn ich zurückschaue, meine Olympiafahrt in Sapporo. Klar hatte ich ein Konzept, klar habe ich gewusst, wie die Ideallinie ist, klar haben wir das trainiert. Aber gefahren bin ich etwas ganz anderes. Gefahren bin ich aus Intuition, ich habe vorher geschaut, ich habe gemerkt, ich komme mit so viel Geschwindigkeit auf die Kurve zu, ich muss gar nicht warten, ich kann früher erinnern. Und jetzt kommt der Spagat zur Wirtschaft. Ich persönlich glaube, ich meine, ich bin kein grosser Wirtschaftsmann und habe noch nie ganz grosse Entscheidungen treffen müssen. Aber wenn ein grosser Wirtschaftsmann, wo führt, wo Entscheidungen muss treffen, seine Hausaufgaben gemacht hat und alles analysiert hat, ein Konzept hat, dann muss er am Schluss auch spielerisch damit umgehen können. Er kann nicht einfach alle Wenn und Aber dann schlussendlich probieren ausschließen. Er muss sagen, mein Bauchgefühl ist jetzt so, ich habe meine Hausaufgaben gemacht und jetzt drücken wir auf den Knopf und jetzt gehen wir. Also auch da ist das Spielerische sehr, sehr wichtig. Kommen wir jetzt eben auch noch ein bisschen mehr auf das Thema, das die Vorgänger schon hatten, das ist der Sport. Wenn wir jetzt deine Abfahrten schauen, 70 und 72, und die heutigen Lauberhornabfahrten oder Kitzbühel anschauen, sind ja das Welten. Wie schaust du die Entwicklung des Sports an? Du hast dich jetzt begleitet über Jahrzehnte aus einer anderen Perspektive. Ist das eine gute Entwicklung, die der Sport nimmt in deinen Augen? Also auf der einen Seite reden wir von der Technik, wenn man so Rennen anschaut. Und ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Wenn wir die Rennen vom letzten Winter in 20 Jahren anschauen, werden wir auch schmunzeln darüber. Das, ich glaube, es ist eine stete Entwicklung. Ich war vor 2 Wochen in Schweden mit Björn Borg und Ingemar Stenmark zusammen. Und da haben wir Bilder gesehen und haben alle herzhaft gelacht. Oder? Also, aber das sind damals wirklich die allerbesten, die es gegeben hat. Also, der entwickelt sich. Aber sehr wahrscheinlich muss man auch das andere anschauen, wie sich der Sport entwickelt, eben im Zusammenhang mit der Wirtschaft, im Zusammenhang mit dem Geld, im Zusammenhang mit dem ganzen Umfeld. Und ja, ich hoffe, dass ich recht habe, aber ich glaube, dass heute noch, und ich kann das nur sehr gut beurteilen im Ski, wenn einer in Wengen am Start steht und in Kitzbühel am Start steht und der es wird ihm unten offeriert, entweder der Sieg vom Rennen oder auf der linken Seite 1 Million.
dass jeder nach rechts zum Sieg vom Rennen fährt. Da bin ich einfach hundertprozentig überzeugt. Ich wollte mit dem einfach nur sagen, wenn es wirklich um die Spitzenleistung geht, wenn es um einen entscheidenden Moment geht, der letzte Putt im Golf noch zu versenken, da denkt der Spieler nicht an das Preisgeld. Da denkt er nicht, was er damit verdienen kann, sondern er denkt um der, er denkt um einen Sieg, er denkt, er hat Angst vor der Niederlage auch. All die ganzen Sachen. Also ich glaube, dass nachher, es mag Geld um sein, so viel als will. Im Sportler selber glaube ich nicht, dass sich wahnsinnig viel verändert. Ich habe ein bisschen Angst, dass es im Empfinden von der Öffentlichkeit, dass es nicht positiv ist, wenn man für Menschen 200 und mehr Millionen zahlt, auch wenn, wie Christoph richtig gesagt hat, wenn es wirtschaftlich schlussendlich aufgeht. Und ich gehe mit ihm einig, wenn er sagt, dass es ja eigentlich dass der Markt entscheidet, oder? Nur, da ist kein Markt um in dem Sinn, sondern es sind halt einfach Gelder, wo irgendeinem Ort, warum auch immer, verdient worden sind und jetzt investiert werden oder jetzt parkiert werden. Und das muss man schon sehr kritisch anschauen, in meinen Augen. Also ist der Sport, es gibt ja viele Leute, die sagen, der Sportler rückt ja in den Hintergrund, oder? Das sind moderne Gladiatoren, die da eben halb ihr Leben riskieren zum Gaudi der Leute. Und unten sitzen die Sponsoren, Entschuldigung, die dick essen und Güppli trinken. Ist es so, dass heutzutage viel riskiert werden muss, um immer mehr auch für die Fernsehzuschauer immer eine grössere Reiz herzubringen, dass die Leute vor dem Fernseher sitzen und dass die Sportler zum Teil einfach über Grenzen müssen, oder? Wo man sagt, ja, also das ist ja nicht mehr der Sport, wie denn du vielleicht einmal noch betrieben hast. Ist das schwarz gemalt? Ja, es gibt vielleicht Beispiele, wo das stimmt. Oder? Ich meine, ich weiß auch nicht, wenn einer auf einem grossen Turm da oben steht und es sind schlechte Verhältnisse und er springt dann schlussendlich gleich und es geht schief, dann ist das vielleicht so ein Beispiel. Aber ich glaube an den Mensch und ich glaube an seine Qualitäten und seine Voraussetzungen. Der Mensch ist ja eigentlich gemacht, um sich zu bewegen. Der Mensch ist gemacht, um Grenzen zu ertasten. Der Mensch ist gemacht, um Leistungen zu erbringen. Wieso gehen kleine Kinder, die überhaupt keine Motivation haben, warum steigen die überall auf? Und ich höre Mütter auf der ganzen Welt sagen, nein, steig nicht auf, es ist gefährlich. Warum machen die Kinder solche Sachen? Warum rennen die Kinder von der Schule heim und laufen nicht ganz gemütlich? Das hat alles zu tun mit dem Mensch selber. Und wenn der Spitzenathlet schlussendlich vor seiner Herausforderung steht und mehr Risiken eingeht, als wir das Gefühl haben, ist vernünftig, dann macht er das nicht, weil unten ein paar Leute mehr sitzen. Mhm. Klar, das gibt nur Zusatzmotivation, aber schlussendlich sucht er seine eigene Grenze. Er sucht den Kampf zum Gegner. Er will vor allem besser sein als der Gegner. Und, das ist ganz sicher, er sucht den Applaus. Denn jeder Mensch, ob das ein Sänger ist, ein Künstler, ein Schauspieler, ein Sportler, der auf die Bühne geht, der geht auf die Bühne, weil er Applaus will. Das ist ganz ein wichtiger Faktor. Aber der Druck, ich glaube, man darf das nicht einfach am Umfeld zuschieben. Der Druck setzt sich der Athlet, das Individuum selber auf. Wie erlebst du denn heute jetzt den Sport in der Schweiz? Du hast gesagt von Kindern, die sich bewegen und so weiter und so fort. Wie erlebst du das heute in der Schweiz? Wird der Sport in der Schweiz genug gefördert für die Kinder? Könnte man da noch mehr machen im Nachwuchs, jetzt einmal weg vom Profisport? Gibt es dort noch Potenzial? Was müssen wir noch machen? Du hast ja auch noch das Lager, das Snow for Free, das du machst. Das hat allerdings nichts mit Leistungssport zu tun. Ja. Aber gleich, haben Kinder heute genug Platz, um sich zu bewegen? Also es wäre ein Wahnsinnsthema. Ja. Ich sage einfach nein, wir machen nicht genug für Kinder. Wir machen nicht genug in der Schule für den Sport. Jetzt ist ja, ich muss noch nicht Politik machen, aber jetzt ist ja da die Frage, Olympia in der Schweiz, ja oder nein?
Da habe ich gesagt, jawohl, die Schweiz müsste jetzt sagen, jawohl, IOC, wir wollen die Spiel und wir führen etwas Wahnsinns ein. Wir tun ab sofort in allen Schulen jeden Tag Sport einführen. Das wär eine Vision. Und zwar nicht nur für den Sport selber, sondern für die ganze Gesundheit von unserer nächsten Generation. Ich glaube, wenn gerade in der heutigen Zeit, wo Bewegungsarmut herrscht, die herrscht ganz klar. Viele Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr mit dem Velo in die Schule gehen, weil das ist gefährlich. Wegen dem Verkehr? Wegen allem. Und dann können sie mit der Zeit eben auch nicht mehr Velo fahren und dann wird es noch gefährlicher. Also von dem her gesehen, wird nicht genug gemacht. Allerdings, glaube ich, haben wir doch ein paar ganz grossartige Unternehmen. Wie der Pierin gesagt hat, ich finde das ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, Pierin, dass nicht jedes Unternehmen auf Exklusivität schaut, sondern dass man sagt, wir wollen etwas bewegen in diesem Sport, es kommen ja noch andere Komponenten auch dazu. Wir haben sehr viele Unternehmen, die unserem Sport Möglichkeit gibt, Spitzen zu bringen. Und ich glaube, ein Land wie die Schweiz, wenn man so ein bisschen herumschaut, wie viele Weltmeister, wie viele Spitzenleute wir haben, Fußball sind wir an der Spitze überall, da können wir wirklich stolz sein. An der Spitze sind wir recht gut. Ich glaube aber, dass man in der Basis, vor allem in der Jugend, in der Schule, nicht spitzensportmässig, sondern Sport als Gesundheit zu wenig machen. Wieso hat denn der Sport bei uns also gleich noch trotz allem einen weniger starken Stellenwert als zum Beispiel im Ausland, in den USA? Dort ist ja, es gab mein Sohn, der in Amerika in eine Highschool geht, die Schule hat 8 Tennisplätze, 3 Baseballfelder, eine Eishalle, eine Volleyballhalle, eine Basketballhalle und noch vieles mehr. Oder? Und bei uns kämpfen wir darum um eine neue Dreifachturnhalle. Also wieso hat bei uns der Sport einen tieferen Stellenwert? Ich weiß nicht, wie es vielleicht uns allen zusammen gut geht. Oder? Also es geht allen sehr gut. Es gibt gewisse Länder, die können sich nur über den Sport etablieren. Amerika ist, glaube ich, so ein bisschen ein ganz, ganz anderes System mit ihren Privatfinanzierungen, mit ihren Charity-Sachen. Da gibt es halt einfach Privatpersonen, die halt, wenn es in einer Schule keine Schwimmhalle gibt, selber eine Schwimmhalle anstellen. Er kann dann das an seinen Steuern überall abziehen bis an Bach haben. Also spielt das eigentlich keine Rolle. Die haben ein bisschen anderes und ein besseres System. Was können wir denn machen, um das mehr zu verankern? Wenn ein Sportler gefragt wird, was machst du? Ja, ich bin Spitzensportler, dann sagen, was machst du sonst noch? Also die Fragen, die sagen ja viel. Sagen mir viele Sportler, was machst du sonst noch im Leben? Die Frage ist für mich berechtigt. Ich glaube nach wie vor, dass es möglich ist und ich hoffe, dass das möglichst viele auch machen, dass sie nebst, ich bin für den Spitzensport, wenn es geht, oder überhaupt, ich muss es anders ausdrücken, ich bin für den Leistungssport. Ich glaube, wenn ein Kind zum Leistungssport Ja sagt und die Familie sagt, ja, wir dich unterstützen, dann muss das Ziel nicht immer Olympia sein oder die Weltmeisterschaft oder weiss Gott was, sondern dann ist das Ziel die Leistung, die Lebensschule im Sport. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und in dem Sinn würde ich jetzt eigentlich jedem Jungen anraten, tu dich voll auf den Sport konzentrieren, aber tu in der Freizeit noch etwas lernen. Also es gibt ja heute fantastische Möglichkeiten über Internet, über Schulen, wo man wirklich sich hat eine zweite Ausbildung leistet. Man hat Zeit dazu, man kann es machen. Es gibt Möglichkeiten und es tut jeder gut daran, wenn er das hat. Es gehört zur Allgemeinbildung, es gehört zur Entwicklung, dass nicht nur grosse Muskeln hast am Schluss, sondern dass im Kopf auch noch ein bisschen Sauerstoff rum ist. Was kann die Wirtschaft von Sportlern lernen? Es werden ja viele eingeladen, auch für Referat. Was kann die Wirtschaft vom Sport übernehmen? Ja, es ist nicht nur von mir, sondern das, was wir vorher auch gesehen haben, konsequent sein. Also ich glaube, der Sportler ist ein gutes Beispiel, dass er seine eigenen Ziele erkennt, seine eigenen Ziele ersetzen tut. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Spannungsfeld von Können und Zielsetzung, dass man das richtig einsetzen tut, wenn man Erfolg haben will. Ich habe vorher Hochsprung gesagt, einer, der 2 Meter hoch springt,
das nützt nichts, wenn der an einen Wettkampf geht und die Latte auf 2-10 tut. Das ist sicher ein Misserfolg. Auch wenn er nur knapp gescheitert ist. Er ist vielleicht in Tat und Wahrheit 2-0-2 gesprungen, aber er hätte das gar nicht messen können. Also der Spagat oder die Differenz zwischen dem, was man hat und zwischen dem, was man erreichen will, das muss man schon klar definieren. Das ist nicht für alle gleich. Im Sport ist es auch nicht gleich. Ich meine, es ist egal, ob einer Regionalmeister wird, Jugendskimeister oder Olympiasieger, wenn er am Schluss dort oben auf dem Podest steht und gewonnen hat, ist eigentlich das Glücksgefühl genau das Gleiche. Ja. Es ist kein Unterschied. Was ist dein Rezept jetzt noch, oder was hast du jetzt noch für Visionen? Also was sagst du, das möchte ich noch erreichen? Du tust auch klettern, du tust Bergsteigen extrem. Ja, ich würde die 7 nachher klettern, aber ich schaffe es wahrscheinlich nicht. Und es ist auch gar nicht wichtig, dass man im Leben alles erreicht. Ja. Wichtig ist, dass man andauernd die Zielsetzungen hat. Und ich sage es immer wieder, wichtig ist auch, dass man nie aufhört, Grenzen, also durch das hat man ja, durch Zielsetzung hat man auch Grenzen, dass man Grenzen probiert zu zertasten. Also, dass man nicht aufhört, an Grenzen zu gehen. Weil die Grenzen verschieben sich automatisch. Wieso soll ich heute Morgen aufstehen und die Kollegen sagen, komm, wir machen 3 Pässe mit dem Velo und ich sage, nein, ich bin 69, ich mache nur 2. Das ist absoluter Blödsinn. Ich muss mitfahren und in dem Moment, wo ich nicht mehr mag, muss ich sagen, und das ist es jetzt. Und dann weiss ich das nächste Mal, wo die Grenzen ist. Aber wie manchmal gönnst du dir auch mal sagen, so jetzt Chili? Mit einem Bierli und Nüssli vor dem Fernsehen. Ich wollte heute, ja. Aber das ist, das hast du zu mir kommen. Nein, mache ich gern. Und wie alle, die halt einfach aktiv sind, das ist ja schön, dass man aktiv ist, lächzt man nach einem Tag, wo einfach nichts drin ist und nichts rum ist. Und dann hat man aber nur Familie und alles. Also ich probiere es schon. Und wenn ich das kann, dann bin ich schon meistens in der Natur draussen. Dann bin ich in den Bergen. Und ich gehe je länger sie mehr und ertappt mich, je länger sie mehr, dass ich ganz allein zu Berg gehe. Was meine Frau hasst, wie ich best, oder? Also sie weiss dann nicht, wo ich bin. Und so, aber das mache ich eigentlich liebend gerne. Du hast ja auch Enkelkinder, gell? Ja, 2. Wie alt sind die? Die sind 4 und 5. 5, könnt ihr mit dem Grosspapi schon Skifahren? Oder sagst du, nein, ja, machen die? Nein. Und dann, wie machst du es dann? Du eine Kurve beibringen oder was ist? Nichts. Offener Lehrweg heisst, dort ist das Ziel, probieren selber dort runterzukommen. Und ich probiere hinten irgendwie probieren bremsen. Tun wir heute dem Kind zu viel sagen, da musst du durch? Ja. Und lassen wir sie ich glaube, das ist doch ein... Du bist ein Sportlehrer, oder? Das ist doch ein Begriff, der offene Lehrweg, oder? Ist das in der Skischule irgendeinmal? Dass man nicht immer sagt, wenn du eine Kurve machen musst, musst du raus auf das rechte Bein stehen und dort rüberfahren. Sondern du musst ihm einfach sagen, du musst dort rübergehen. Dann macht er automatisch das Richtige. Und er lernt es dann auch spüren, oder? Ja. Er spürt es dann. Bewegung. Ja, er spürt es. Hochspannend, wir hören dich nachher auch nochmal auf dem Podium miteinander zusammen. Danke vielmals für das super Gespräch, Bernhard. Danke. Bis nachher. Danke vielmals. Pierine Vincent, du hast vorher eben erklärt, wie wichtig dass das Sponsoring ist, wie viel euch das gibt. Win-Win-Situation, haben wir gesagt. Wie schaust du schon auch noch die Entwicklung des Sports an? Du hast geredet auch von der Krawall, die es zum Teil gibt. Wie wird das bei euch diskutiert? Wo gehen wir jetzt rein und wo könnte es möglicherweise heikel sein? Ja gut, grundsätzlich kann es immer heikel werden. Das kannst du wie nicht beurteilen im Voraus. Es ist einfach ein unternehmerischer Entscheid, ob man das will machen in dem Bereich. Nachher muss man sich überlegen, was passt zu einem, oder? Und nachher können immer Sachen passieren, oder? Aber es ist dann auch wichtig, wenn etwas passiert, dass man dann eben auch miteinander versucht, das Problem dann zu lösen. Das kann auch von einem einzelnen Sportler etwas passiert sein. Oder? Das kann wie im Fußball, oder, wo eine schwierige Zeit war, schon Weile, vielleicht noch mehr. Aber dann muss man zusammensitzen, weil das Ganze muss man langfristig machen. Und in der Regel kommt man auch wieder raus aus diesen Situationen. Oder? Aber sind ihr jetzt mit dem Fußball dort zusammengesessen und haben der Liga gesagt, Jungs, jetzt müsst ihr das in den Griff bekommen? Oder wie sitzt, was diskutiert man dann dort? Ja, das ist schon, dass man natürlich diskutiert hat. Aber gerade im Fußball ist es natürlich so, dass noch jeder Verein hat eine eigene Theorie, wie er mit seinen Fans umgeht. Also es ist nicht eine
keine eindeutige Sache. Und dann kannst du nicht einfach eingreifen und sagen, jetzt machen das alle so. Abgesehen davon, ich will mich ja nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich jetzt wüsste, wie man das managen und wie man das machen muss. Aber man versucht schon zu reden, weil das schadet allen am Schluss des Tages. Oder? Und es gibt ja Länder, wo das so friedlich zu und her geht. Mhm. Und ich würde mir schon viel mehr wünschen, dass man in dieser Stadien mehr singen würde, zum Beispiel. Oder? Und so Sachen macht. Da fehlt uns halt ein bisschen auch die Emotionalität. Da können wir auch nicht kopieren. Oder? Aber man muss schon reden, weil zuhören einfach und sagen, das geht mich nicht an als Sponsor. Selbst geht nicht, oder? Wie tun ihr denn jetzt, eben, ihr seid Ski-Nordisch, ihr habt Dario Colonia, was habt ihr da für Abmachungen mit ihm? Wie sehr er euch zur Verfügung steht? Ja, das sind Verhandlungen, die man macht, oder? Gerade im Ski ist es ja noch vielfach 1:1 direkt, oder? Es ist jetzt nicht wie im Fußball, wo man einen Vermittler drin hat und so weiter. Und das sind Abmachungen, die man macht, oder? Und nachher ist man aber auch also grosszügig, oder? In dem Sinn, wenn es nicht geht, geht es halt dann nicht, oder? Oder wir haben der Simon Amann ist ja bei uns auch lang oder ist bei uns gewesen, und dann hat er, zum Beispiel von Julius Bär, hat er einen guten Beraterauftrag, sage ich jetzt mal. Dann haben wir gesagt, das ist okay, mach doch das auch noch. Das ist deine Zukunft, die ist nicht unbedingt bei uns. Also ich glaube, man macht klare Abmachungen, das kostet auch etwas. Der Sportler muss auch bewusst sein, dass er etwas muss bringen für uns, oder? Aber am Schluss gibt es eine gewisse Flexibilität, weil wir wollen ein längerfristiges Engagement eingehen. Der Feuz haben wir auch, der Feuz ist eine Weile nicht gut weg eigentlich. Über Jahre haben wir ihn gesponsert, wo er Mühe hatte. Und ich glaube, dass der menschliche Zug, der gehört einfach dazu. Es ist nicht nur Business, oder? Der macht es auch mehr Spass. Bernhard, hast du das Gefühl, der Druck, weil mehr Geld drin ist im Sport, wird der Druck auf Sportler grösser, dass es Sponsoren gibt, die möglicherweise sagen, das ist bei der Hilfe jetzt ja nicht der Fall, aber wo Sportler unter Druck kommen und sagen, ja, aber jetzt muss er spielen oder jetzt muss er fahren, weil schliesslich, dann spritzen wir ihn halt fit. Das kann sein, ja. Ganz kleines Detail. Ich bin Weltmeister geworden im 70er, habe von meiner Rossignol-Firma 25'000 Franken offeriert bekommen, habe eine Gegenofferte von Atomic bekommen für 125 plus 2 Ford Capri. Einer für meine Brüder. Der Brüder hat mir die Offerte gebracht. Er war der Briefträger bei dieser Offerte. Und ich bin mit Rossignol Weltmeister geworden und ich habe gesagt, nein, ich wechsle nicht. Weil Ich habe das Gefühl, ich bin dieser Verantwortung nicht gewachsen, erstens. Und zweitens, ich kann nicht mit etwas im Weltmeister werden und nachher wechseln. Und wenn es dann nicht geht, ist das die Schuld. Was ich glaube, ist, dass wir reden viel von Geld, aber gerade in solchen individuellen Partnerschaften, von mir aus gesehen, sollte das Geld sekundär sein. Aus Sicht des Sportlers sollte der Sportler aus der Verhandlung rausgehen und sagen, jetzt habe ich eigentlich für mich einen schlechten Deal gemacht, aber der andere ist hochzufrieden. Wenn das nämlich passiert, dann macht der andere mit mir viel, viel mehr. Also die Identifikation zum Produkt, zum Partner, ist von mir aus viel wichtiger als der Betrag, der im Vertrag drin steht. Und du hast den Beat Feuz angesprochen. Es darf am Schluss nicht sein, dass du ein Individualsponsoring gemacht hast, nur für das Resultat, sondern du hast ein Individualsponsoring gemacht mit einer Person, wie der Dario Colonia. Und wenn der hinten rausläuft, dann darf das nicht eure Zusammenarbeit gross schmälern. Selbstverständlich muss er wieder irgendeinen Erfolg haben. Aber ich glaube, die Identifikation zum Produkt selber, dass das stimmt, das ist extrem wichtig. Was ja einfach ist bei Banken und Versicherungen. Oder? Da hat jeder eine gute Identifikation dafür. Es braucht jeder Geld. Es muss jeder versichert werden. Der Transport auf den Sport, wie gehen Sie mit dem um? Also die Identifikation, wie gehen Sie mit dem um? Haben Sie da Regeln? Gibt es da Rezepte? Nein, ich glaube, der Einfluss vom Sponsor auf den Sport ist sehr, sehr gering. Natürlich beobachtet man und hat Interventionen, wenn etwas nicht richtig läuft. Aber in meiner langen Karriere war das noch nie der Fall, dass der Sponsor eigentlich Vorgeber hat, oh ja, was ist jetzt zu ändern an dem Sport, damit es attraktiver für mich wird. Der Sport ist der Sport und der wird konsumiert, so wie er ist. Und der Sponsor, er versucht einfach das Bestmögliche daraus zu machen, aber er lässt den Sport Sport sein. Also
kann man es gar nicht vorstellen, dass es halt wirklich so einen Einfluss von Geldgebern gibt, die halt sagen, in die Richtung muss es laufen. Wenn heute ein Konzept geändert wird in der Liga, weil man sagt, man will nicht mehr 10 Mannschaften, sondern 12 Mannschaften, dann kommt es nicht von einem Sponsor aus, sondern es kommt von einem Verband, von der Institution, von Vereinen aus, die sagen, das wäre vielleicht das bessere Konzept oder das andere. Aber der Sponsor hat da wirklich sehr wenig Einfluss und will er auch gar nicht. Mhm. Darf ich noch einen Punkt? Ja, selbstverständlich. Wir reden jetzt immer allgemein vom Sport. Oder? Der Sport ist natürlich selber auch sehr, sehr unterteilt in verschiedene Arten. Oder? Mhm. Und das, was wir jetzt reden von Geld, meine, bei 90% der Sportarten geht es ums pure Überleben und das Leben zu finanzieren, ein bisschen, oder? Da geht es gerne nicht um mehr. Und auch wenn der Spitzensport ist, wenn er nachher, wie du ja gesagt hast, sich weiterentwickelt, muss er jemanden etwas aufgebaut haben. Und dann haben wir ein paar Sportarten. Das ist natürlich Fußball. In Amerika ist das ein Baseball. Aber Fußball ist bei uns, wo halt schon eine andere Liga ist. Das muss man fairerweise sagen. Und da gibt es andere Zusammenhänge, andere Mechanismen. Da sind auch mehr Leute involviert in den ganzen Prozess. Dort kommen wir, wie wir jetzt auch gesehen haben, auch an Grenzen an mit diesen Salären. Auch wenn ich es übrigens spannend gefunden habe, wie du das erklärt hast, was alles dahinter steht. Aber nicht vergessen, 90% von Sport, und darum sind wir auch angewiesen, dass es möglichst auch gesponsert wird, auch lokal, kämpfen eigentlich um, ja, um Brot und Butter und nicht um viel mehr. Kommen wir nachher noch dazu. Ich möchte noch eben die Schere, oder, die zwischen Arm und Reich aufgeht im Sport. Oder Sportler, die Crowdfunding machen auf Internetplattformen, das nächste Trainingslager können zahlen können. Und dann haben wir eben die grossen Sportler, die Millionen verdienen. Ja, da sagen viele, ist doch unfair. Also der trainiert genau gleich viel. Ja, schlussendlich glaube ich schon, die Maßlatte, wie viel ist jemand wert von seiner Popularität und wie oft kommt er im Fernsehen und wie oft wird in der Zeitung über ihn berichtet und wie oft ist er im Internet, wie man dem Beispiel gesehen hat. Das sind natürlich schon Kriterien, die heute irgendwo einen Preis bilden. Oder? Und wenn die Kriterien, die sind leider nicht bei dem, so gerne sie hätte bei dem, der die Crowdfunding-Plattform für seine Finanzierung sucht. Aber bei dem sind sie eben nicht gegeben. Und beim anderen sind sie da, aber das sind wir alle. Wir machen eigentlich Medien und Medien machen uns und die pushen jemanden und wir stehen da und schauen zu und sind eigentlich auf der einen Seite auch wieder froh und es gehört ein bisschen zu unserer Kultur dazu. Mhm. Ich glaube, wir sind einfach so gestrickt, dass wir nicht nur auf die schauen, die halt ganz unten krabbeln, sondern auch die, die vielleicht viel weiter oben sind als wir selber. Mhm. Du hast es angesprochen, dass sich selber verkaufen. Das ist jetzt ja bei den Sportlerinnen und Sportlern und nicht nur dort, das sind die sozialen Netzwerke. Bernhard, du bist auf Keim von dem und verkaufst dich ja gleich. Also was ist es jetzt? Bist du jetzt einfach, Entschuldigung, zu alt für das oder bist du zu fest etabliert? Brauchst du das nicht mehr? Muss man das heute haben? Also die sozialen Netzwerke sind ja auch unter den Sportlern, merke ich, ein grosses Thema. Wie siehst du das? Also, dass ich auf Keim bin, stimmt nicht ganz. Ich bin zweimal auf Facebook. Es gibt zwei Accounts von mir. Und das hat mich dann zur Überlegung gebracht. Es ist eine Agentur von Zürich, die mir angerufen hat, gesagt haben, wir haben dein Facebook-Account angeschaut und das ist unter aller Kanone, das ist katastrophal. Und wir wären bereit, und dir das Facebook zu managen. Und dann haben gesagt, ich habe keine Zeit für das. Dann haben gesagt, du musst auch gar keine Zeit aufwenden, wir machen das. Und da ist genau der Punkt, warum ich übrigens Glück hatte, Herr Zuckerberg persönlich kennenzulernen, aber ganz, ganz, ganz am Anfang. Ich war begeistert von dieser Idee. Und irgendeines Tages habe ich gemerkt, hey, ist nicht ganz ehrlich, das ganze Zeug. Ist nicht ganz ehrlich. Das was ich hier lese, auf Twitter und weiss Gott was, die Bursche schreiben das nicht selber. Das ist PR-Agentur. Und darum habe ich dann irgendeines gesagt, erstens, ich will nicht, dass alle Leute wissen, was ich zum Morgenessen tue. Ich will nicht, dass sie immer wissen, wo ich bin und so weiter. Damit hat es sich... vielleicht bin ich
Ich bin aus dieser Generation rausgewachsen, reingerutscht. Ich glaube, dass junge Talente, junge, die auf die Bühne gehen, junge Schauspieler, Musiker und so, fantastische Tools, oder? Die können über Facebook und Twitter, können die, das ist eine grosse Maschinerie, das ist mir ganz klar. Aber ich glaube, es ist heikel, sehr, sehr heikel. Und ich glaube, dass man die Jungen schon coachen sollte, was will. Weil ich meine, die sind auf Facebook und auf Twitter, wenn sie noch in die Schule gehen. Und irgendwann sind sie im Spitzensport erfolgreich. Und die immer noch gleich kommunizieren mit ihren Kollegen, oder? Die wissen nicht, dass 100'000 oder 10'000 oder Millionen Leute das eben auch sehen. Und darum, glaube gilt da ein bisschen Vorsicht. Wie geht ihr um mit dem, mit euren Sportlern? Ich weiss von Sportlern, die sagen, ich muss so und so viele Likes haben, ich muss den Sponsor so und so manchmal pro Jahr erwähnen. Wie geht ihr mit dem um? Ja, ich glaube, das ist heute einfach, das gehört dazu. Ich meine, wir haben früher uns früher an den Fernseher gewöhnen, oder? Wie viele Stunden Fernsehen schauen, oder? Und jetzt hast du einfach die Social Medias. Und meine, die grössten Konzerne heute, vor 15 Jahren, sind das ölnahe Konzerne, heute sind Social Media nahe Konzerne, die grössten Konzerne auf dieser Welt. Es wird spannend sein, was in 10 Jahren sein wird. Aber im Moment und für die nächsten Jahre ist das ein Medium für jeden KMU-Betrieb. Oder? Also ich würde jedem empfehlen, mal auf Zürich, wo Google ist, oder? Das Forschungszentrum von Europa, phänomenal. Wir möchten gerne auf Silicon Valley gehen, das anschauen. Wir können das in Zürich anschauen. Im Rheintal hat es ja sehr viele innovative Unternehmungen. Ich glaube, du brauchst heute, oder gerade je nachdem, dass du beim Konsument bist, oder sagen wir jetzt vom Consumer, brauchst du die Medien. Und selbstverständlich muss man lernen, mit denen umzugehen. Und die Sportler müssen die auch einsetzen, weil sie natürlich auch gewisse Präsenz müssen zeigen. Und da gibt es die Followers und da gibt es halt die Klicks und die Likes und so weiter. Das gehört heute wie zum Lebenslauf, den wir noch geschrieben haben, was unsere Hobbys sind. Du musst einfach heute das musst du beherrschen. Aber könnt ihr das kontrollieren? Habt ihr Leute, die die Sportler begleiten? Wie macht ihr denn das? Eben weil der Bernhard gesagt hat, und ich erlebe das auch so, ich habe viel mit jungen Sportlern zu tun, die dann bis zur Nacht um 12 Uhr am Bett irgendwie rumfiguräteln und dann am Morgen früh müde sind auf dem Gletschertraining. Könnt ihr die begleiten? Gibt es da Weisungen, wie ihr das möchtet haben? Wie geht ihr mit dem um? Weil eben, es braucht viel Zeit und Energie. Ja, aber also ist das alles? Ich habe früher auch bis in die Nacht um 1 gelesen und nicht schon eine Hausaufgabe. Vielleicht musste ich noch Sträufzige müssen abschreiben, Seiten abschreiben. Das gehört heute dazu. Nein, das tun wir nicht begleiten. Das erwarte ich schon eher vom Verband aus, von denen, die sie begleiten. So, insbesondere ist das auch eine Verantwortung vom Verband, die Sportler auszubilden, die Sportler zu betreuen. Aber sonst muss man heute auch, also da will ich dann auch wieder dein Foto ein bisschen den freien Lauf lassen und hoffen, es kommt dann schon gut. Also ich persönlich glaube, dass wir sind ja genau in der höchsten Welle drin, oder in einer ganz hohen Welle drin von dem. Und ich glaube, dass die Menschen respektive die nächsten Spitzensportler irgendwann herausfinden, ist es schädlich, wenn ich zu viel immer mit jeder Moment immer wieder auf mein Handy schaue, schadet mir das? Oder könnte ich vielleicht da einen kleinen Vorteil raus erhaschen, wenn ich jetzt mir sagen los, während dieser ganzen Woche, wo die Weltmeisterschaft stattfindet, habe ich kein Handy im Sack. Ich schaue das gar nicht an. Ich glaube, dass da sich die ganz Guten rauskristallisieren werden und dann wird es wieder Nachahmer geben, wie man denn das handhaben tut. Ja, aber ich glaube, es ist eben ganz wichtig, die sportliche Höchstleistung auch zu erreichen, ist eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung. Und die ist sehr, sehr wichtig und junge Leute gehen halt anders mit den Medien um, als wir, wie wir da heroberstehen. Oder? Für die ist es nicht der Zwang, halt eine Message zu geben. Oder für die ist es nicht ein Muss und ein riesiger Aufwand. Vielleicht sitzt einer einmal bis um 9 oder um 10 oder um 11 vor dem Ding. Aber im Prinzip gehört es irgendwie zu seinem ganzen Leben dazu. Unsere jungen Leute wachsen mit den Social Medias auf. Ich bin auch nicht der Meinung, dass alles da perfekt ist. Aber die Entwicklung muss man einfach mitmachen. Die können wir nicht stoppen und sagen, das dürfen wir nicht machen. Das ist schlecht für unsere Jugend. Früher hat man gesagt, schau nicht so viel Fernsehen und hat Stunden. Heute schaut kein Junge viel Fernsehen mehr, weil er das irgendwo anders
anders konsumiert. Richtig, ja? Ja, oder hocken mit dem Handy vom Fernsehen. Der Dölf Vogli hat 1972 das Jassen auch verbieten. An Olympia in Sachsen. Wir haben nichts anderes als gemacht, als gejassen. Wir haben nur gejassen. Aber trotzdem, ich möchte noch, eben, weil wir ja bei der Verbreitung sind, wo Sie sagen, 170 Follower beim Cristiano Ronaldo. Es ist ein Kanal, um sich präsentieren, um Sponsoren präsentieren. Ist denn das auch der Weg, wo Sie sagen, wenn jetzt jemand Interesse hat, eben Sponsoring zu machen, ihr müsst das unbedingt miteinander anschauen und kombinieren? Wie tun Sie denn beraten in diesem Bereich? Also ganz sicher gehören Social Media heute zum Kommunikationsinstrument von einem Unternehmen. Ich glaube, das gehört. Im Zusammenhang mit Sponsoring? Im Zusammenhang mit Sponsoring ist das eigentlich eine recht günstige Art und Weise, wie man heute sich kommunizieren kann. Oder? Früher hast du Inserate machen müssen irgendwie oder Zeitungen darauf finden, dass sie da drüber berichten. Heute kannst du das selber in Social Media machen. Es muss spannend sein, die Leute müssen es lesen können. Aber es ist ein Weg, um den wir nicht herumkommen heutzutage. Sie reden ja immer vom Storytelling. Das ist jetzt auch, das gehört man überall. Was ist denn gut Storytelling? Storytelling heisst für mich heute, Geschichten für Leute aufzubereiten, Geschichten, die emotionalisieren, Geschichten, die Höchstleistungen zeigen, Geschichten, die außergewöhnlich sind. Also haben Sie ein Beispiel? Wie kann man jetzt das... Ja, sicherlich ist eine außergewöhnliche Geschichte. Bleiben wir bei dem Beispiel von einem Baumgartner. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte. Und ein Red Bull entscheidet sich, wie kann man das am besten kommunizieren. Und natürlich waren Fernsehanstalter da, aber der große Teil war in den Medien und hat halt Millionen von Leuten auf den Hintergrund, auf die Informationen, Splitscreen. Das kannst du heute im Fernsehen gar nicht mehr alles überbringen als Information, was heute dir Second Stream, ein iPad etc., wo da zusätzliche Informationen über eine Person, über einen Spieler, über einen Skifahrer, zusätzliche Informationen erfährst, die du, ja, wahrscheinlich sonst nicht erfahren. Eben, Red Bull macht ja das extrem, die haben eigene Seiten, oder, wo sie Live-Übertragungen haben, wo sie Dokumentarfilme zeigen, wo sie selber machen und so weiter. Inwieweit tünt ihr dann, wie viele Leute kümmern sich dann bei euch um Verbreitung, um Storytelling, um Betreuung auch? Oder, ja? Man muss natürlich noch sagen, Red Bull hat einen eigenen Fernsehsender, oder? Ja, auch noch. Ich wollte das nicht vergleichen, überhaupt nicht. Aber die geben extrem Gas auf diesen Kanal, absolut. Wenn man auf die Webseite geht, dort hat es super Dokumentationen drauf. Wenn ihr jetzt so ein Event habt oder respektive sponsert, jetzt bei Swiss Ski beispielsweise, wie gross ist da der Aufwand? Können Sie uns das erklären, erzählen? Wie geht es dazu an der? Ja, grundsätzlich ist der Aufwand gross. Oder? Wenn man jetzt ein Rennen begleitet oder einen Fußballmatch begleitet, mit Kunden, mit Leuten. Oder? Und der Aufwand, um das vorbereiten, durchzuführen, da sind mehrere Leute dran am Arbeiten. Oder? Und die Abteilung, die sind alle nicht gegeben vor 15 Jahren. Oder? Da hat man die gegeben, die eben Spenden gegeben haben. Oder? Und das war es. Aber Sponsoring hat eine Professionalisierung gekriegt. Und das musst du natürlich als Unternehmen auch mit begleiten. Allerdings sind wir natürlich auf dem Niveau, also auf der Höhe vom Verband oder vom Fußballclub, wenig eben individuell. Oder klar haben wir auch einige, aber eigentlich tun wir uns schon eher auf der anderen Ebene konzentrieren. Und individuell tun wir die begleiten, aber dort nehmen wir nicht sehr viel Einfluss, weil sie auch ihr eigenes Programm haben, auch ihre eigenen Leute, die sie beraten in dem Sinne. In der Regel jetzt im Ski ist es Familien und so weiter. Dort haben wir nicht so viel Einfluss. Und sonst ist, wie gesagt, ist es sehr professionell. Das muss nachher natürlich alles aufgenommen, dokumentiert werden und geht nachher auf die Social Media und geht draußen, oder? Und auf alles, was wir können, außen. Und in Gottes Namen auch bei Facebook, die tausende Freunde, die man hat vielleicht dort, das sind nicht Freunde. Das sind reine Kommunikationsmechanismen, oder? Also ich habe letztens über Weihnachten Neujahr in der Familie da jemand gesagt, ja, da hast du doch nicht so viele Freunde. Ich sage, Moment, das hat nichts mit Freunden zu tun. Das heisst zwar so, das ist rein, aber ich kann rausschieben auf tausende von Leuten in sofort eine Message. Ja.
das ist schon etwas wert. Oder? Und das sind die neuen Mittel, die einfach zur Verfügung stehen. Die werden ausgenutzt. Oder? Wird dann der Klassische, oder, wenn ich auf Ihrer Webseite lese, dann haben Sie eben, Sie tun Unternehmen beraten, wie können Sie die Story erzählen, wie können Sie die Message überbringen mit Banner und allem zusammen. Inwieweit verschwindet das vielleicht irgendwann einmal oder verschwindet das nicht und man geht nur noch auf diesen Kanal? Oder wie sieht da die Zukunft ein bisschen aus? Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich würde gerne etwas sponsern. Also die Entwicklung im Sponsoring ist ja gewaltig. Oder? Wenn man so die ersten Zeiten im Sponsoring denkt, dann ist es darum gegangen, wie können wir halt ein Logo von der Firma irgendwo platzieren, dass es irgendwo dann im Fernseher noch kommt. Das war die Aufgabe. Und dann hast du noch ein paar Gäste eingeladen und das waren damals wirklich VIP-Gäste. Das waren Firmeninhaber, das waren ganz hochkarätige Gäste. Heute ist ja VIP, zählt mit 4000 Leuten schon VIP. Das sind andere Formen. Und so hat sich auch die Kommunikation und dann ist plötzlich geheißen, ja, wir müssen jetzt neben dem Fernsehen, das kann ja nicht alles sein, muss man noch irgendwie berichten. Dann ist ein Presseverantwortlicher bei der Firma gewesen und hat wahrscheinlich gesagt, ja, wenn wir einen Artikel mal schreiben, wo können wir das? Ja, vielleicht nimmt es ein Journalist von uns. Oder? Und das hat sich immer weiter entwickelt und schlussendlich sind auch die neuen Medien gekommen. Und die neuen Medien geben heute die Möglichkeit für viele Unternehmen, selber ihre Meinungen und ihre Storys zu erzählen und an einer relativ breiten Bevölkerung mitzuteilen. Und ich glaube, das ist das Spannende an dem. Und das werden wir, ob das in 10 Jahren auch so funktioniert, weiß ich nicht. Oder ob jeder Seite sind so und nur Fake News und keine wahren News mehr. Mag sein. Oder? Und dann fängt vielleicht wieder der Journalismus an, mehr zu recherchieren, tiefer zu gehen. Oder? Wäre eine schöne Geschichte, aber es ist heute auch viele Journalisten sind froh, wenn man ihnen heute vorgeschrieben, eigentlich mehr oder weniger die Story auf den Tisch legt, damit sie sie schreiben. Schade. Aber wenn wir jetzt noch zum Schluss, wenn ich jetzt komme und sage, ich habe 20'000, die ich gerne möchte in Sport investieren, wie würden Sie mich beraten? Also was... Also man müsste zuerst einmal das Produkt anschauen von der Firma und müsste sagen, ah ja, welche Sportart, welches Umfeld würde am besten zu dir passen. Und dann würde man sagen, ja, regional, bei 20'000 Franken sind das regional. Schauen wir, dass wir uns beim örtlichen Sportverein jetzt engagieren. Wir kaufen da möglicherweise ein paar Bänder, das ist so das Grundtenor, aber grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man das Sponsoring aktiviert. Und das heißt, man muss nebenher noch etwas machen für den Verein. Man muss vielleicht Autogrammstunden mit dem Spieler machen, man muss, oder mit dem Sportler machen. Man muss heute mal Kunden dort einladen und betreuen, nicht nur irgendein Ticket geben und sagen, ja, kannst du dich da platzieren? Das ist nicht mehr so reizvoll, aber betreuen und dort einen eigenen Event zu machen, wo ja schon viele Leute dort sind, weil ja die kommen wegen dem Sport. Oder? Die kommen ja nicht wegen VIP-Veranstaltung, die kommen ja wegen dem Sport. Und ich glaube, so könnte man ohne weiteres auch in der Kultur, auch wenn das vielleicht jetzt für uns da nicht so reizvoll ist, aber es gibt auch sehr gute Möglichkeiten, junge Musiker zu unterstützen und dann ist es vielleicht das kleine Hauskonzert in der eigenen Firma, das man organisiert und somit Sympathie auch gegenüber den Mitarbeitern etc. eigentlich zu erreichen. Also es lohnt sich auch auf der Seite, wo halt eben nicht nur das grosse Publikum ist, zu investieren. Bernhard, wenn jetzt das Kind zu dir kommt und sagt, ich würde gerne Weltmeister werden. So, 10-jähriger Bub, oder? Was ratest du, was muss ich machen? Mit all dem Wissen, das du hast und mit der Situation, die wir jetzt haben, eben auch mit den sozialen Netzwerken, sagt zum Beispiel Timea Baczynski, es belastet mich. Es belastet mich extrem, dass ich das machen muss. Mit all den Effekten, die es rundherum hat, mit den schönen, mit den weniger schönen, was sagst du dem 10-jährigen? Ich würde ihm den Weltmeister ausreden. Ich würde ihm erklären, wie das Leben geht. Das Leben hat zwar irgendwann nur das Endziel, aber wichtiger als das Endziel ist der Weg dorthin. Und der Weg besteht aus einem Haufen
Etappenziel. Und wenn der 7 ist, dann soll der mal zuerst seine Jugendmeisterschaft gewinnen, seine Klasse. Und wenn er irgendein 14 ist, soll er der Beste sein von der Gemeinde oder von der Region. Und dann soll er, und dann kommt der nächste Schritt, dann muss man sich entscheiden, ob man ein bisschen mehr investieren. Was für einen Beruf tue ich denn, oder welche Ausbildung tue ich denn erlernen oder machen? Gehe ich in eine Berufsausbildung oder will ich studieren, will ich Arzt werden? Dann wird es ein bisschen schwierig, aber man kann ja dann auf einem zweiten Bildungsweg auch noch Sachen machen. Also immer auch mit dieser Möglichkeit, dass man zwar Leistungssport macht, aber dass man nie weiß, wie weit der Leistungssport geht. Und egal, wie weit er geht, es muss am Schluss etwas Positives dabei rauskommen. Und das ist die Erfahrung. Das ist die Erfahrung als junger Mensch, dass man für etwas arbeitet, dass man sich für etwas einsetzt, ein bisschen mehr macht als die anderen für das und dass man dann am Schluss sich stellt und entweder gewinnt oder verliert. Man muss auch wissen, dass im Sport die Quote vom Sieg Durchschnitt 1 zu 10 ist. Also 10 Mal probieren und einmal klingt es. Also bei mir mindestens so. Es gibt andere, wo die Quote höher ist. Ein Roger Federer ist sicher eine höhere Quote. Aber das ist so, das, was man lernen muss. Wunderbar. Danke vielmals für das Gespräch, für die spannenden Einblicke auch in Alltag, in Sponsoring, in Ihre Arbeit. Merci vielmals, Pierre Vinzenz, Bernhard Russi. Und danke vielmals, Christoph Schritt. Vielen Dank, was da hilft. Ja, und wir kommen zum quasi fast wie ein zweiten Teil von dieser Wirtschaftstagung, und zwar zum Innovationspreis. Der wird zum 7. Mal vergeben, der Werdenberger Innovationspreis. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich den Jurypräsident, den Herr Professor Lothar Ritter, Rektor von der Interstaatlichen Hochschule für Technik in Buchs von der NTB. Herzlich willkommen, Herr Ritter. Gott, grüezi, herzlich willkommen. Bitte schön. Zum 7. Mal ein Innovationspreis im Werdenberg. Verliehe an der Werdenberger Wirtschaftstagung hier im Wiegazelt. Genau, geschätzte Damen und Herren. Denn das Werdenberg ist eine spannende Region. Eine Region mit viel Innovationskraft und Ausstrahlung. Ich hätte eher im Namen der Fachjury heute die Laudatio für den Preisträger oder die Preisträgerin hier vorzutragen. Und gebührend dem Anlass, den ich auf Schriftsprache wechsle. Der Innovationspreis Werdenberg soll mit einem begreifbaren Zeichen auf die Attraktivität unseres Arbeits-, Bildungs- und Wissensstandortes Werdenberg hinweisen. Dazu setzen wir vor allem die Akteure, also die Unternehmungen und Institutionen, zusammen mit ihren Verantwortlichen prominent in Szene. Kurzum, wir wollen das innovative Unternehmertum in Werdenberg würdigen. Nun, wie sind wir bei der Evaluation des Preisträgers vorgegangen? Die unabhängige Fachjury, die Namen der Jurorinnen und Juroren können Sie im roten Kasten Ihres Tagungsprogramms lesen. Die unabhängige Fachjury hört und schaut sich das ganze Jahr im Werdenberg um. Aus unserem Netzwerk und aus dem Erfahrungsschatz der Wirtschafts- und Bildungspartner haben wir Unternehmen und Institutionen ausgewählt, die durch besondere Innovationsleistungen aufgefallen sind. Sie sehen, bewerben kann man sich bei uns nicht. Aber durch wirkliche Innovationen und deren Kommunikation kann man auffallen und in die engere Wahl gelangen. Innovation, ein großes Wort, manche sagen eine Hülse. Innovation, das bedeutet für uns als Jury mehr als nur eine gute Idee oder eine tolle Erfindung. Eine Idee ist für uns erst dann eine Innovation, wenn sie von der Zielgruppe angenommen wurde. Bei kommerziellen Produkten zum Beispiel muss das Produkt vom Markt gekauft worden sein. Innovation, das bedeutet für uns auch nicht nur Neues in Form einmaliger Erfindungen,
Auch ständiges Weiterentwickeln, zum Beispiel von gewissen Grundkonzepten, kann sehr innovativ sein. Es muss also aus Idee und Wissen auf der einen Seite bereits Geld oder immaterieller Nutzen auf der anderen Seite geworden sein. Was dies genau bei unserem Preisträger heißt, das werden wir später in einem kurzen Filmbeitrag sehen. Nun, Sie haben gehört, der 7. Innovationspreis. Was ist denn am diesjährigen Preisträger anders als an den 6 vorangegangenen Preisträgern? Die Produkte, Leistungen und die Innovation des diesjährigen Preisträgers sehen wir als, Normalverbraucher hier kaum bis gar nicht oder besser nur indirekt. Haben Sie ein Mobiltelefon? Vielleicht eines mit berührungsempfindlichem Bildschirm? Sind Sie online, das heißt verwenden Sie WLAN oder Wi-Fi? Haben Sie eine LED-Taschenlampe? Oder verwenden Sie gar zu Hause schon LED-Lampen statt Glühbirnen? Ist Ihr Zuhause vernetzt? Der Radiowecker spricht am Morgen ohne Ihr Zutun mit der Kaffeemaschine, dem Kühlschrank, dem Radiowetterdienst und mit der Standheizung Ihres Autos? Ich spreche vom Internet der Dinge. Unsere Preisträger stellen all diese Produkte nicht her. Aber der Preisträger liefert Geräte, Prozesse und Know-how, die den Herstellern dieser Geräte irgendwo auf diesem Erdball überhaupt erst ermöglichen, solche Produkte für sie zu entwickeln und zu produzieren. Er ist also ein typischer Produktionsmittelhersteller. Sein Können und seine Innovationen drehen sich rund um das Thema dünne Schichten. Seine Technologien basieren auf dem physikalischen Prinzip des Vakuums. Jetzt wird es langsam schon warm. Meine Damen und Herren, ich denke, nun lüften wir den Schleier und sagen, wer den 7. Werdenberger Innovationspreis gewinnt. Es ist die Firma Evatec AG aus Trübach. Bevor unsere charmante Moderatorin mit den beiden Vertretern von Evatec, nämlich Herrn Andreas Welti als CEO und Herrn Marco Badrun als CTO, auf die Bühnen bitten wird, wollen wir uns das, was Evatec eben so besonders innovativ und gut macht, in einem kurzen Film etwas genauer ansehen. Regie, bitte Film ab. Die Gebäude hat einiges erlebt. Seit Evatec drauf steht, läuft es wieder rund. 200 Mitarbeiter vor Ort, rund 300 weltweit. Trübach ist das Tor zur Welt und die beiden haben das Nadelöhr im Markt gefunden. Seit 2004 sind sie eingestiegen. Warum? Ja, weil wir das Gefühl haben, das sei eine zukunftsträchtige Technologie. Und wir müssen das Know-how unbedingt hier im Vakuum behalten. Das war eigentlich die Grundidee, warum wir das übernommen haben. Wir haben uns dann natürlich weiterentwickelt. Da sehen wir zum Beispiel Radiance, wo man heutzutage braucht, um LEDs herzustellen. Ja, die LED sehen wir natürlich im Licht, Gebäudebeleuchtung oder beim Blitz im Handy. Hat jeder hier sehr starke, leistungsstarke, sogenannte High-Brightness-LEDs. Und für die zu herstellen, machen wir Produktionsanlagen, um die dünnen Schichten hier zu applizieren. Ein weltweit hart umkämpfter Markt. Gibt es Ängste um die Erfolgsspur zu Trübach? Nein, Angst nicht, nein, aber wir sind immer vorsichtig, dass das nicht passiert. Und versuchen durch das immer natürlich technologisch uns weiterentwickeln und am vordersten von uns bleiben. Angefangen haben sie mit Verdampfungstechnologie. Innovation heisst aber sich entwickeln. Beim Spatteren kann man höher automatisierte Produktionsanlagen realisieren. Das sehen wir hier bei dem Beispiel Solaris, wo man ein sogenanntes Inline-System, Substrat über den Pivotarm ins System einschleusen. Und dann geht es dann von einer Spatterstation zur nächsten. Ein anderes Produkt ist das Single-Prozess-Modul. Single-Prozess-Modul darum, weil wir haben einen Loadlock, wir bringen ein Substrat in die Anlage rein, ein einziges Substrat, das reingeht und dann hier beschichtet wird. Ja, und wo haben Sie denn das alles gelernt? Beim Lothar. Wir haben beide die Ausbildung gemacht bei der Balzers AG damals, was noch Balzers geheißen hat, ganz klassisch. Und beide Elektromechaniker, das ist heutzutage ein Automatiker, und wir sind beide nachher ins Technikum gegangen.
Und wir haben auch heute noch sehr eine enge Zusammenarbeit mit den Hochschulen hier in der Umgebung, also vor allem mit dem NZB in Buchs, wo wir viele KTI-Projekte machen und auch immer wieder neue Sachen entwickeln können, zusammen mit dem NZB. Das ist für uns ganz ein wichtiger Innovationsgeber in der Region. Das ist das A und O in der Schweiz. Wir haben keine Naturressourcen, darum müssen wir eigentlich die Ressourcen der Menschen fördern und die auch ausbilden, dass wir hier mithalten können. Das ist so, ja. Ja, wir versuchen natürlich unsere Lösungen zu schützen. Einerseits über Patentierungen, andererseits aber auch mit gezielten Publikationen, dass wir den sogenannten Freedom to Operate haben und so uns auch einen Vorteil am Markt, zeitlichen Vorteil am Markt können erarbeiten. Wird alles hier gemacht, wird alles hier entwickelt vor allem. Und die ganzen Prozesse werden hier von unseren Mitarbeitern entwickelt und nachher auf die Maschine gebracht und dann gehen wir mit der Maschine zum Kunden. Wir sehen hier die Montage von einer Radiance, wo wir verschiedene Baugruppen miteinander verheiraten. Die Baugruppen kommen hauptsächlich auch aus dem Rheintal. Was wir jetzt hier sehen, ist die Sichtfläche, wo der Mitarbeiter hier bearbeitet, dass ja kein Staub und kein Fissel drin ist, dass nachher das Vakuum gut dicht ist. Ja, im Automobilbau sagt man dem die Hochzeit, wo der Motor in das Chassis gehabt wird. Bei uns wird der Drehantrieb in Rezipient von der, in dem Fall von der Radiance Spatteranlage, eingesetzt. Was das für Bach in der Erfolgsspur gekommen ist, das ist ja mal abgestoßen worden. Hat es junge Unternehmer gebraucht für einen Erfolg? Eine schwierige Frage. Das war natürlich damals eine strategische Ausrichtung von Unexis. Das sagt man immer strategisch. Wo man sich halt von der ältesten Technologie, die Balzers entwickelt hat in den 60er Jahren, sicher verabschieden wollte. Und glücklicherweise haben dann Märkte wieder einen Aufbaumen erlebt, wie zum Beispiel LED und auch Wireless Communication. Das ist natürlich mit dem iPhone im 2007 hat das eine ganz neue Dimension erlangt, was man sich offenbar vorher nicht hätte können erahnen können. Wir machen 98% Export, viel natürlich in asiatischen Raum, wo wir uns mit Englisch verständigen, weil unser Chinesisch ist. Lass es wünschen übrig, ja. Du weißt, also schnell sein, findig, mutig, halt jugendlich, dynamisch, vielleicht manchmal sogar ein bisschen frech und immer wertschätzend zu den Mitarbeitern. Der Preis ist für uns eine grosse Ehre, dass wir aus der Region den überkommen, dass man in der Region an uns denkt, weil wir haben hier sehr viele Mitarbeiter, die natürlich täglich ihr Wissen, ihr Know-how in unsere Produkte einfließen lassen und wir sehen das als Wertschätzung von der Region an die Region in dem Sinn, also von der Region an unsere Mitarbeiter. Herzliche Gratulation, wir begrüßen ganz herzlich da oben auf der Bühne den Andreas Welti und den Marco Badrun. Herzliche Gratulation. Grüezi. Grüezi, Herr Badrun. Ciao. Andreas, ganz herzliche Gratulation. Marco, auch ganz herzliche Gratulation. Ich darf euch hier den Preis überreichen. Darf ich euch ein bisschen führen bitten? Danke vielmals auch dem Herrn Lothar Ritter für die wunderbare Laudatio. Kommt doch bitte. Achtung, ist rutschig. Wenn ihr aufs Bänkli sitzen, feel free. Ja? Nein, dann sitzen wir da ein bisschen aufs Bänkli. Wunderbar. Der Preis, das ist ein wunderschöner Preis. Das ist wie auf Schlitz, muss aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Ich rede mal bitte reden. Jawohl, genau. Wie haben wir, Andreas Welti, wie haben reagiert, wo da plötzlich die Jury auftaucht ist und gesagt hat, so, ihr kommt über? Grundsätzlich haben wir zuerst einmal gestaunt und sind stolz gewesen natürlich auch. Und wie gesagt, im Film haben wir es auch schon erwähnt, es ist für uns, wir machen extrem viel Export. Also wir machen 98% Export und werden durch das nicht wahrgenommen eigentlich in der Region. Also was wir machen, unsere Produkte werden nicht wahrgenommen. Und es war für uns ein Zeichen gewesen, dass man uns kennt, dass unsere Mitarbeiter auch positiv reden über uns und über das Unternehmen. Und
dem sind wertschätzend an das Unternehmen. Haben Sie dann ein bisschen gefeiert nachher, so heimlich, so ein bisschen im Büro oder mit den Mitarbeitern? Oder was kommen jetzt Mitarbeiter überhaupt von euch? Also Mitarbeiter, ein paar sind auch hier anwesend natürlich, die sind eingeladen worden. Leider haben wir nicht alle mitnehmen, weil... Das Mikrofon bitte ein bisschen näher. Sonst hätten wir auch keinen Platz mehr gehabt. Ja, und wir werden jetzt den Preis mitnehmen in die Firmen und das dort aufstellen und vielleicht auch eine kleine Firma machen. Ja. Wow, das ist super. Jetzt eben, wir haben ja vorher immer ein bisschen versucht zu vergleichen eben zwischen Sport und Wirtschaft. Ihr habt, Bernhard Russi hat vorher gesagt, man muss ein bisschen Gambler sein, oder? Man muss sich zwar gut vorbereiten, aber man muss ein bisschen Gambler sein. Sind ihr ein bisschen Gambler? Ich meine, als ihr gestartet sind im 2004, oder? Dann habt ihr da einen Teil von einer anderen Firma aufgekauft und habt losgelegt. Also muss man dann auch ein bisschen Gambler sein. Sind ihr das? Jetzt du. Ja, im gewissen Sinn sicher. Also man darf sicher keine Angst haben, vor etwas zu machen. Und sicher auch das Risiko ein bisschen herausfordern. Und das gehört sicher dazu. In dem Sinn auch Gambler. Ja. Hat man dann dazwischendurch auch mal schlaflose Nächte? Und sagt, ui, kommt das gut? Jetzt investieren wir wieder oder jetzt gehen wir auf den Markt, kommt das gut? Schlaflose Nächte, eher weniger. Mein Vater sagt immer, wer nicht schlafen kann, hat nicht genug gearbeitet. Der ist nicht müde. Herr Padrun, wie kommt man dann immer wieder auf neue Ideen? Wie tun ihr neue Sachen entwickeln, neue Produkte, neue Maschinen? Wie tun ihr euch weiterentwickeln? Ja, also bei uns ist es sicher extrem wichtig, dass wir nach bei den Kunden sind und so die Bedürfnisse, die neuen Bedürfnisse, was braucht der Markt, um da halt Lösungen anzubieten und etwas für die nächste Innovation am Markt parat zu haben. Ja, und diskutieren dann da, oder wie man muss sich das vorstellen? Und dann sagt der eine mal, nein, das geht nicht, spinnst, das ist zu weit. Oder wie streitet er einmal? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, bei uns ist es sicher, wird viel diskutiert, wird zusammengestanden, wird Ideen, Konzepte gewälzt und wieder vielleicht auch wieder zurückgewiesen und wieder neue Ansätze und vielleicht haben wir ein bisschen Zeit vorbeigehen lassen. Und ja, das ist so ein Prozess. Jetzt, ihr seid, wenn ich das so sagen darf, beides Kinder des dualen Bildungssystems, oder? Habe ich gehört, eine Lehre gemacht und nachher das Technikum. Ist das schon so ein bisschen das, wo ihr sagt, ja, das zeichnet die Schweiz aus? Das ist sicher ein grosser Aspekt, der die Schweiz auszeichnet. Und was wir finden, ist ein gutes System, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt immer verschiedene Wege als Ziel. Das weiss der Bernhard Russi auch gut. Oder? Es gibt immer verschiedene Linien, die man fahren kann. Und weil es schlussendlich die beste ist, oder es gibt vielleicht verschiedene Beste. Und ich denke, das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor von der Schweiz. Ja. Habt ihr dann jetzt genug Nachwuchs? Oder? Man hört immer, wir brauchen Ingenieure. Habt ihr genug Ingenieure? Gibt es noch einen Appell irgendwo, ein bisschen an die Ausbildungen? Also wir haben relativ früh erkannt, dass wir unseren Nachwuchs selber ausbilden müssen, dass wir den Nachwuchs auch haben. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, etwa... zwischen 14 und 16 Lehrlinge in 3 Berufsbilder bei uns in der Ausbildung. Und die gehen natürlich auch weiter nachher in die Ausbildung, zum Beispiel an das Technikum-Buchs und mit der Hoffnung natürlich, dass die auch wieder irgendwann zurückkommen in ihrem Lebensweg. Also ihr seid extrem für den Nachwuchs besorgt, oder? Wie im Sport auch. Richtig, ja. Das ist extrem wichtig. Und wenn man guten will, tut man ihn selber ausbilden. Wie sieht es aus mit Sponsoring bei euch? Tönt ihr sponsern irgendwo? Noch nicht? Oder jetzt dann gleich? Ihr habt euch jetzt das vorgenommen? So liegen. Also, Sponsoring habe ich jetzt gelernt, dass wir nicht wirklich Sponsoren tun. Wir haben so einen Ansatz, wo wir sagen, dass jeder Mitarbeiter, der im OK tätig ist, der wird unterstützt. Firmen, mit Sponsoring in dem Sinn. Also wir unterstützen auch die gemeinnützige Arbeit in den OKs für alles. Und das ist wirklich querbeet. Das kann ein Jassalas sein, das kann Sport sein, das kann aber auch Kultur sein. Das ist so im Moment unser Sponsoring, das wir betreiben. Also ja, nicht das Bedürfnis, irgendwann in einer VIP-Lounge zu sein und irgendwie Eva Tech auf einem Banner zu sehen oder via Social Media oder irgendwie den Roger Federer unter Vertrag zu nehmen.
Ja, wenn er mal eine Anlage kauft, Roger Federer, dann gerne. Ja, aber sonst natürlich. Nein, wir machen das wirklich, wie der Marco gesagt hat, immer exklusiv eigentlich für unsere Mitarbeiter als, und auch die Region auch in dem Sinne. Ja. Wunderbar. Wir gratulieren nochmal herzlich. Ihr leistet sehr viel für die Region. Arbeitsplätze bildet Leute aus und unterstützt eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine ganz tolle Art. Nochmal herzliche Gratulation und alles Gute für die Zukunft. Danke vielmals.